Na, Hallöchen. Shalom. Shalom. Wie geht's? Wieder einmal. Wie geht's dir? Ja, wieder besser. Ja, wieder besser? Ich habe irgendwie, also ich meine, ich habe ja die letzten 3 Jahre habe ich wirklich einfach, es ist mir wieder klar geworden, ich habe wirklich einfach extremst viel gemacht und das war einfach wirklich zu viel. Und jetzt muss ich ganz, ganz gut gucken, wo cutte ich, ja. Okay. Und was cutte ich. Und manche sind kleine Sachen, andere sind auch noch so ein paar Überbleibsel, die von alten Sachen, weil ich bin halt so ein Typ, ich bin immer extrem gerne bei Sachen dabei, ja, und versuche auch gerne neue Sachen zu initiieren, aber das Problem ist halt, wenn du so viele Sachen initiierst, dann bleiben dir immer so Sachen hängen, ja. Es bleiben immer so Sachen hängend dann. Das ist extrem scheiße. Und dann bist du so halb dabei, halb nicht und das ist extrem dumm. Und dann merkst du wirklich wieder, wie das so an der Energie zehrt. Und deshalb absolut. Absolut. Geht mir genauso. Ich habe heute zum Beispiel eine Info bekommen von einem Kunden. Mhm. Da habe ich die Information weitergetragen an meinen Programmierer. Ja. Der konnte es nicht lösen, beziehungsweise wollte es nicht lösen, wegen welchen Gründen auch immer. Und dann hängt es bleibt wieder bei mir. Und wenn du dich gedanklich von einer Sache schon gelöst hast und dann wieder was zurückkommt, obwohl du damit nicht rechnest, oder weil du einfach sagst, nee, ich will damit nichts zu tun haben, wegen welchen Gründen auch immer, und dann so ein Scheiß kommt, dann denkst du dir so, hey, hackt's noch, ja? So ein bisschen Menschenverstand. Aber da sehe ich auch immer wieder, dass Menschen nur bis zum gewissen Grad denken und niemals berücksichtigen, dass sie einfach nächsten Minute sterben können. Und wenn du das ein bisschen berücksichtigst, wird das Leben einfacher. Also einfach mal dich mit dem Tod, also lass mal Hades wirklich aufsteigen, so Gottes oder Unterwelt, und dann spuckst du ins Gesicht und dann sagst du dir, guck mal, was passiert, ja? Und dann, metaphorisch gesprochen, das ist natürlich kritisch, was ich gerade sage. Oh, ja, klar. Naja, genau. Also wir haben erst 2 Zuschauer, die werden das wahrscheinlich noch nicht. Die werden das wahrscheinlich noch nicht so. Gut, ja, kommt drauf an, wer das nachher noch alles anguckt. Uiuiui. Ui, ui. Dann haben wir aber Probleme. Genau, das ist ein geiler Einstieg. Erstmal rumnörgeln. Genau. Ich fand das gar nicht nörgeln, weil ich glaube, es gehört so eine Attitüde dazu. Ja, ich glaube, bei Nörgeln gehört so eine Attitüde dazu. Und das ist für mich, ich versuche immer sehr reflektiv zu sein im Sinn von, also da bist du wahrscheinlich ähnlich. Ich bin wirklich ein Art Optimist. Und auch wenn es mir mal kacke geht, dann weiß ich trotzdem tief innen, weiß ich, dass es nur eine Phase ist, und dann ist es halt eine Phase. Und dann geht es aber auch wieder vorbei, weil ich weiß, dass es wieder vorbeigeht. Oder zumindest wenn ich mich in dem Sinn dafür offen halte, dass es wieder besser wird, dann wird es wahrscheinlich auch wieder besser. Und ich meine, ja. Ja. Ich meine, das ist auch so ein interessantes Ding, was du gerade auch gesagt hast. Ja, es wird wieder besser. Die Frage ist, auf welchem Stand der Dinge sind wir ja natürlich auch gerade. Klar wird es besser. Das ist die Geschichte mit dem schwankenden König. Oder diesen kennst du sicherlich auch, ja, in dem am Ende dann sozusagen in der Geschichte dann erzählt wird, alles wird vergehen. Und das ist der einzige Grund, warum der König dann sozusagen zu Bewusstsein kommt und sagt, okay, deswegen, also meine schwankenden Emotionen haben ein Ende. Es ist okay. Mhm. Also mein Problem, was mich zum Schwanken bringt, hat ein Ende. Also kann auch sozusagen meine emotionale Lage ein Ende haben. Also es ist so angenehm. Und im gleichen Zuge denke ich mir, so in unserem Coaching-Metier, ja, wir lernen viel, wir steigen auf, wir denken besser, wir denken klarer. Und ich vergesse oft, dass Menschen, die zu mir kommen, also ich vergesse dieses Gefühl, nicht den Umstand, aber ich vergesse das Gefühl, wie sie teilweise zu mir kommen und einfach in einer Lage sind, in denen ihr Serotoningehalt so derart im Keller ist, dass sie gar keine Möglichkeit haben, klar zu denken. Ja. Wir haben keine Möglichkeit, weil einfach diese gesamte, also von der Dominanzhierarchie ausgesprochen, ja, drückt ihnen alles, was da drumherum existiert. Miete, Haus, Kinder, Chef, Kollege, die drücken alle auf dein Sein drauf. Und dieses Gefühl, das habe ich schon lang vergessen, weil mir geht es gerade richtig, richtig gut seit Jahren. Ja.
Und wenn du einmal finanzielle Probleme hast, ist es einfach, die Serotonin-Level ist einfach sofort im Keller. Und wenn du das nicht hast, bist du, alles ist gleich Schlange und tot. Alles. Also da gibt es total. So ein, wie einer unserer Mentoren sagt, das sind wie die, alles ist wie so eine, überall poppt dann so ein Schlangenkopf auf, wie so eine Medusa, also wie so eine Hydra. Und ich könnte alles fressen. Das vergesse ich auch. Also das Gefühl, wie das damals war. Ja, total. Ja. Ja, ich glaube auch eben, wenn man schon so lange mit sich selbst unterwegs ist, aktiv und mit viel, viel Selbstentwicklung, dann verliert man auch so ein bisschen die Übersicht der eigenen kleinen Schritte. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, da immer mal wieder Revue zu passieren. Was habe ich denn alles schon gemacht und geschafft? Weil es sind meistens so viele Sachen. Und dann, klar, es gibt so die großen Steps, aber auch dann die ganz, ganz kleinen Steps. Mhm. Und wenn man nur schon irgendwie mal vielleicht eine Gewohnheit oder Gewohnheiten geändert hat, dann merkt man schon, wenn man es vielleicht mal wieder vergleicht, wie man jetzt unterwegs ist, wie man früher unterwegs war, dann das merkt man oftmals schon, dass es ein verdammt großer Step war. Und das vergisst man extrem schnell und extrem gerne. Und auch wenn man vielleicht jetzt wieder mal irgendwas ändern muss oder will, sich dann auch wieder ins Gedächtnis zu rufen, stimmt, ich habe es schon mal geschafft. Ich habe es schon mal geschafft. Was habe ich denn? Das ist eine klassische Coaching-Strategie. Erfolgsstrategien filetieren. Oder Erfolge filetieren. Im Sinne von im Gucken, was habe ich denn gemacht, dass ich das geschafft habe? Oder was hat mir dabei geholfen? Oder alles solche Sachen. Da kann ich wirklich nur empfehlen, da auch oder auch mal. Ich habe eine schöne kleine Übung. Ja. Übrigens, die kann ich gerne euch hier mitgeben. Die mache ich auch in meinem Programm dann nur im Weg der Stille. Ich habe dazu eine Vorlage, aber das kann man auch so einfach machen. Man kann mal auf ein Blatt Papier schreiben, so einen Zeitstrahl, also von Aufstehen bis zu Bett gehen oder wie auch immer, und dann mal aufschreiben, was waren so meine Gedanken. Ja, geil. Also Revue passieren, was waren so, und dann vielleicht oben die positiven Gedanken und unten die negativen Gedanken oder so. Und dann mal so ein bisschen gucken, um 9 Uhr, ich stehe mit den Gedanken, stehe ich schon mal auf, schon mal interessant. Und nachher, wie entwickelt sich das, ja? Was kommen nachher für Gedanken? Und dann am Schluss natürlich auch wieder, wie ist so die Entwicklung und wie gehe ich nachher wieder zu Bett, ja? Und vielleicht, also ich bin überzeugt, man könnte mit vielen solchen Gedankenmustern wahrscheinlich nachher fast schon eine griechische Tragödie schreiben, also, weil man dann schon sieht, boah, scheiße, das geht ja von, da stehe ich mal auf, denke ich, fuck, arbeite, nee, kann ja nicht sein. Dann gehe ich in das Auto und dann denke ich schon, ja, scheiße, Staumann, leckt mich am Arsch und jetzt das Einzige, was mir hilft, ist ein Kaffee, und dann hast du vielleicht einen Kaffee und nachher in der Pause, bis zur Pause denkst du wieder, oh Mann, wäre ich doch schon lange irgendwo anders und alles so, ne, ist, aber wie auch immer. Und scheiße, vielleicht noch irgendwas wollte ich dazu sagen. Mist. Naja, egal. Aber man sieht dann extrem schön, wie die eigenen Gedankenmuster sind, ja? Ja. Also so ein bisschen, wie ist so die, und vor allem was, genau, richtig, vor allem was, an was erinnere ich mich, ja? Weil wir erinnern uns ja an ganz viele Sachen nicht, logischerweise. Ja, absolut. Aber das Interessante ist ja, woran erinnern wir uns? Und wenn wir wissen, wir erinnern uns schon ans scheiße Aufstehen und ans schlechte Autofahren, das sind so die Top Priorities, ja, an die ich mich sofort erinnere, dann weißt du schon mal, was ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja? Also ob das dann in dem Sinn nur mit dem Gedankenmuster geändert werden kann oder tatsächlich mit einer ganz, ganz konkreten Veränderung im Leben, das muss man dann gucken. Aber das sind so, man merkt dann schon mal, okay, an was erinnere ich mich? Das hat scheinbar einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Absolut. In meinem Leben. Und absolut. Und dann gucken, naja, gut, was kann ich denn da machen? Ja? Genial. Genial. Also es erinnert mich auch natürlich an viele Dinge, die ich ebenfalls mache. Also von einem Zeitstrahl über den Glaubenssatz krügen. Das ist auch ganz interessant. Also da
lasse ich Leute die acht größten Glaubenssätze aufschreiben, die limitierend sind, wohlgemerkt, ja, die halt richtig so in den Arsch ficken jeden Tag, wenn sie morgens aufwachen und genau diese miesen Gedanken erzeugen. Wobei Staugedanken sind ja sozusagen profane Gedanken, ja. Da darunter liegen sozusagen alle anderen Schichten. Ja, klar. Wir reden davon, also das ist ja Schicht auf Schicht auf Schicht auf Schicht aufgebaut, also was wir dann sozusagen denken. Und die meisten Leute, die zum Beispiel, kennst du diese Leute, die dann sagen, ja, die Realität sagt dir was anderes. Also in der Realität ist es ja so oder so. Also das kann ich ja nicht an meinem Chef ändern, etc. Das sind die am meisten geschichtet haben. Das sind die am meisten sich die Mühe gemacht haben, die Scheiße so derart zuzuschaufeln, dass die riechen sie ja trotzdem, sonst würden sie ja keine Angst haben davor, sonst würden sie ja sozusagen durch die Angst nicht diese Äußerung nennen. Ja, so. Richtig. Ja. Und durch diese Glaubenssatzkrüge finden wir halt, die Coaches sind dazu gezwungen und genötigt, ihnen positive Eigenschaften zu versehen. Aber nicht ein, zwei, sondern manchmal 33 pro Krug, also pro großen Glaubenssatz. Und das ist so, das ist mal pain in the ass, weil da kommt nur richtig viel Scheiße hoch. Aber nach circa 2 Monaten, je nachdem, wie lange sie dafür brauchen, manche brauchen 3 Stunden dafür, andere brauchen 2 Monate, die gehen raus in die Welt. Und Jens Heuchemann kennst du ja, gell? Der das Gesetz der Anziehung macht. Dann melden diese Leute, jetzt verstehe ich endlich, was es bedeutet. Ja. Erstmal müssen die richtig in die Kacke reingreifen, indem sie halt da, die nehmen da wirklich Saat, also so Kornsaat und sagen, nee, ich stecke da mal was Gutes rein, mal schauen, was passiert. Und das ist das Geile, also um auf das Thema einzugehen, Gedankenteufel. Jetzt geh mal in den Gedankenteufel rein, also wenn man den sozusagen personifizieren würde und frag ihn mal, bitte ihn mal um Hilfe, das ist spannend. Also mal den Teufel, also den Satan um Hilfe bitten. Das ist also was in der Heldenreise, kennst du das selbst auch? Also natürlich. Wenn Satan aufkommt, dann generiert es zwangsläufig immer beide Seiten, also in dem Fall alle Seiten. Ja, natürlich. Der Erste, der gesagt hat, ich möchte äquivalente Rechte für alle. Das war der Lichtbringer. Erste. Ja, genau. Also in der Geschichte. Ja, total. Ja, eben, das ist eine Mythologie. Also das soll man jetzt nicht zu religiös verstehen. Nein. Sonst will man das machen. Oh Gott. Also das ist wirklich, das ist sehr, sehr symbolisch, ja. Also wer die Hände, übrigens sehr schön, wer jetzt die Hände verworfen hat, der kann sich sowieso mal fragen, was er denn mit dem Teufel für ein Problem hat. Oder wer mit dem Teufel verbandelt ist, weil ich glaube, wer eine starke Reaktion hat auf das Wort Teufel, der hat wahrscheinlich mehr ein Problem mit dem Bösen, als wenn ich sage, naja, Teufel ist halt Teufel oder Teufel ist weiß auch nicht was, das ist mir völlig wurscht. Ja. Weil dann ist man, wenn ich sagen kann, ist mir völlig wurscht, dann bin ich ja freier eigentlich. Dann bin ich freier vom Bösen, als wenn ich eine Riesenreaktion auf das Böse habe oder eine Riesenreaktion auf den Teufel habe. Dann bin ich schon gebunden irgendwie an dieses Thema Teufel. Weil sonst hätte ich keine Reaktion darauf. Ja. Eines muss ich hier, also rein gehirntechnisch gesprochen, erwähnen. Teufel ist womöglich, also dadurch, dass wir uns ja sozusagen lange prägen lassen haben, also kulturell, geschichtlich kulturell, Teufel ist wie eine Art von Signalwort in unserem Geist. Also so werden wir also beigebracht. Also meine Großeltern, meine Eltern waren christlich. Okay. Das heißt, wenn ich das Wort Fotze verwende, dann bei jedem meiner Zuschauer, jeder, außer Ausländer wohlgemerkt, drehen sich die Fußnägel um. Ja. Ganz schlimm. So. Ja. Dabei geht es mir nicht darum, dass ich jemanden damit beleidige, sondern natürlich diese Hirnareale angreifen. Jetzt kommt das Interessante. Ja. Nur um zu verstehen, was es bedeutet. Das habe ich letztlich in der Story mal gehabt. Schimpansen zum Beispiel haben heute 4 Alarmsignale, also mehrere sozusagen, um auf Gefahr hinzudeuten. Obwohl sie keine so ausgefeilte, klare Sprache haben wie wir, haben sie Alarmsignale in der Kommunikation. Sehr spannend. Eins ist zum Beispiel für Schlangen und die schlagen in die Bäume, damit wir auf die Bäume, also wir, also die Schimpansen, die Gruppe dann auf die Bäume springt, ja. Dann gibt es welche für den Flug, also Raubtiere im Flug. Das ist sehr spannend. Ich komme jetzt gleich dazu, was es mit dem Teufel zu tun hat. Und
Jetzt wird es spannend. Also gerade auch wenn der Vogel drüber fliegt, ja, da müssen alle im Chaos wegrennen. Also das ist ganz interessant. Also mit der Heldenreise auch, wenn man das Chaos mit berücksichtigt, werdet zu Chaos. Das ist echt super interessant. Also das ist natürlich in der Natur nicht so klar wie bei uns. Also wir reden ja von einer gewissen Metaebene darüber. Aber was das mit der Kommunikation mit dem Teufel zu tun hat, folgt jetzt. Und zwar, wenn wir darauf aufmerksam machen, ja, auf Gefahr. Dann gibt es ein gewisses Hirnareal, das genau dafür zuständig ist. Ja? Alarm, Feuer, ja. Deswegen wirken auch diese Worte Feuer, ja, weil es genau damit zusammenhängt. Das ist Gefahr, wir könnten sterben, ja, wie Schlange auch. Also, und Ausdrücke sind genauso. Ja? So kommen wir dazu, dass überhaupt wir Ausdrücke als allererstes lernen in anderen Sprachen. Aha, deswegen, weil es das Gleiche ist bei uns im Hirnareal. Das ist das gleiche System. Und genauso auch wahrscheinlich Teufel. Du Teufel. Ja, das ist so, das ist degradierend für einige Generationen noch, die davon gelernt haben auch. Wahrscheinlich mein Bruder nicht mehr so arg, also der 2000 geboren wurde, oder? Nee, später sogar, der ist erst 10, 2010. Ha. Der hat sowas, der kennt sowas nicht, ja, aber wir schon. Und das ist sehr spannend, finde ich. Genau. Ja. Und was ich nochmal hinzufügen kann in der Hinsicht, das gilt also nicht nur für Ausdrücke wie Teufel oder, also das ist was Bösartiges, sondern es ist eine Art von Kulturprägung, um zu überleben. Also wir dürfen nicht den inneren Teufel, ja, gleich schlecht schimpfen, sondern eher ihn legitimieren, indem wir sagen, ach so, das ist etwas in meinem Kopf, was so funktioniert, weil es schon, also wir suchen ja seit, also wir versuchen Milliarden Jahre Entwicklung herunterzubrechen in einem Satz, das ist schon richtig schäbig teilweise. Indem wir sagen, der Teufel ist scheiße. Also, weißt du? Ja, Das ist halt dumm. es ist ja nur eine, es ist ja nur eine, soll ich sagen, eine kommunikationskulturelle Sache, dass man halt sich auf Dinge verständigt, die halt schlecht sind. Eben, ich meine, es gibt ja auch ein Experiment mit den Affen, das wird denen ja auch in dem Sinn genetisch wahrscheinlich übertragen, beziehungsweise Generationen vorher haben das schon so geprägt, wovor sie wegrennen müssen und wovor nicht, dass es nachher nur noch in dem Sinn über die Genetik weitergegeben wird. Und Ja. ich weiß nicht, ob du das Experiment kennst. Es gibt ein Experiment, das sie mit Affen gemacht haben, was übrigens dann auch sehr interessant ist für Menschen. Und eben, was wir weitergeben, wo Ja. es darum geht, was wir weitergeben. Und da haben sie Affen in einen Käfig getan und dann auf einer Leiter haben sie obenhin Bananen hingemacht. Ich glaube, Ja. gehängt oder so, ist völlig wurscht. Und Ja. dann wollten die Affen die Bananen holen. Die Bananen Ja. wollten die Affen holen. Die Affen wollten die Bananen holen. Und als sie fast oben waren, die Affen, wurden sie mit Wasser abgespritzt. Ja, sodass sie die Bananen in dem Sinne nicht mehr holen konnten. Ja, so. Klar hätten sie noch können, aber das waren halt die Fluchtreaktionen. Ja, Wasser, ich flüchte. Und das haben sie dann immer wieder gemacht. Ich weiß nicht, über welche Zeit, ist irrelevant, bis das sich gesetzt hat, dass sie das nicht mehr tun. Ja, dass wenn sie hochgehen, dass sie abgespritzt werden. Ja. Und irgendwann haben sie das natürlich nicht mehr gemacht. Und nachher haben sie nach und nach, sagen wir mal, es waren 5 Affen, haben sie nach und nach haben sie die Affen ausgetauscht. Ja. Also erstmal ein Affe ausgetauscht, dann kam ein anderer, neuer rein. Und mit dem war genau das gleiche Spiel. Ja. Und dann hat sich das so herauskristallisiert, dass sie irgendwann gar nicht mehr die Affen abspritzen mussten, sondern die Affen, die noch da waren, die das noch kannten, haben die Affen, die hoch wollten und neu waren, runtergeprügelt, weil sie ganz genau wussten, das ist nicht gut, wenn du das machst. Ja. Dann gibt's eine Dusche. Und nachher haben sie. Auch ohne die Strafe haben sie alle Affen nach und nach ausgetauscht. Und die Affen wussten in dem Sinn gar nicht mehr, warum sie überhaupt in dem Sinn die anderen Affen runterschlagen von der Leiter. Sie haben es einfach gemacht, obwohl schlussendlich keiner der Affen mehr das noch ursprünglich erlebt hat, ja. Mit dieser Strafe. Absolut. Und das ist sehr leicht übertragbar auf dieses Thema, ja. In dem Sinn, also das ist wirklich, ich kann hier nur noch mal, das Buch nennen von Erich Neumann, A New Ethic. Ja?
weil das einfach, es ist genau das, wo er einfach sagt, eben, du berühmtes, also für mich brillantes Zitat, eben, du kannst keinen Krieg führen, ohne den Gegner zum Träger einer Schattenprojektion zu machen. Ja, das ist genau das. Ja. Sie haben die Leiter. Warte, jetzt muss ich das gucken, ob ich das richtig mache. Sie haben einfach, die Affen haben in dem Sinn einfach den neuen Affen als Träger dieser Schattenprojektion genutzt. Ja? Mhm. Und wenn er das gemacht hat, weil sie ganz genau wussten, das ist nicht gut. Ja, das ist irgendwie ist das nicht gut, wenn der Affe hochgeht. Ja, sie wussten zwar gar nicht mehr warum, aber es ist nicht gut. Und da haben sie ihn runtergewandert. Und so ist es mit uns eigentlich genau gleich. Wenn wir dann denken, eben irgendwie ein, ist auch ein schönes Beispiel. Gestern im Hort, da hat einer gesagt, hey, bist du schwul oder cool? Bist du schwul oder cool? Weißt du, so ein Fünfjähriger oder sowas. Ich weiß, ja, fünf, glaube ich. Und die pflücke ich mir dann immer und frage dann, ja, was ist denn schwul? Was ist denn schwul? Sag doch mal, was ist denn schwul? Ist das was Blödes oder ist das was Schlimmes oder was ist denn das? Ja, ich weiß nicht, ist einfach schwul und so. Digga, ich würd Wörter tendenziell nur nutzen, wo du weißt, was du damit ausdrückst. Weißt du? Und das ist so genau das, oder? Mit unserer Intonation nutzen wir ein Wort, um etwas zu überliefern, etwas zu kommunizieren, was wir noch gar nicht verstehen. Also wenn wir sagen Teufel, Teufel, oh, Teufel ist scheiße, Teufel, dann ist es so geladen mit Emotion und diesem ganzen, was vorher geschehen ist, wo wir den Teufel könnten ja auch Teufel nennen, ne? Und sagen Teufel, hey, Teufel. Teufel, du, Teufel, du. Und dann könnten wir, wenn jeder so mit dem Wort Teufel umgehen würde, könnten wir wahrscheinlich innerhalb einer Generation das Wort Teufel zu einem Begriff machen, den wir benutzen, um etwas Schönes zu bezeichnen. Ja. Mal sagen, das ist übrigens, ey, das ist ja teuflisch schön, was du da machst. Oder es ist ja wirklich, du bist aber ein Teufel, du bist aber ein echter Teufel, du, wa? Oh, das ist schön. Und so sieht man einfach, wie einfache Worte oder einfache Gedankengänge so verdreht werden können. Einfach. Oder, ich meine, es ist ja auch gut, dass wenn man sich auf Dinge einigt, um einer Generation das weiterzugeben, wovor vielleicht Vorsicht geboten oder Achtsamkeit geboten ist. Ja? Ist ja okay, eben wenn ich sage, hey, guck, wenn du bergsteigen gehst, dann würde ich ein Seil mitnehmen. Wirklich, ich würde dich dir empfehlen, nimm ein Seil mit und binde dich an. Und dann übertrage ich mit meiner Sprache etwas, eine Erfahrung oder etwas, das ich weiß, und um den anderen zu schützen vor etwas Gefährlichem in dem Sinn. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und dann ist es am anderen, dass er, eben das habe ich ja in einem Post gestern schon gesagt, eben das Wissen hält dich in dem Sinn von der Erfahrung ab, dass also im Positiven wie im Negativen, ja. Wissen kann dich im Positiven davor abhalten, eine Erfahrung zu machen. Wenn ich dir sage, das Feuer ist heiß, da kann ich entweder dieses Wissen nutzen und akzeptieren und sagen, okay, gut, ja, ich glaube das dem mal. Ja, das Feuer heiß ist, glaube ich dem mal. Und mach das dann lieber nicht, dass ich da meine Hand ins Feuer halte. Hingegen kann es einem aber auch in dem Sinn abhalten, eine Erfahrung zu machen, wenn jemand sagt, ja, übrigens, selbstständig zu machen ist, das ist aber ein Dead End. Ja, das ist eine Sackgasse. Schaffst du nie. Das ist zu schwierig. Mhm. Und dann, wenn man das dann glaubt, dieses Wissen einfach übernimmt, dann hältst du dich selbst davon ab, diese Erfahrung zu machen. Ja, ob du es nachher schaffst oder nicht, sei dahingestellt. Aber du machst die Erfahrung einfach nur schon nicht und erfährst nicht selbst für dich, ist das jetzt gut für mich oder nicht. Ja. Und das ist halt immer das ist die Schwierigkeit zu gucken, will ich Wissen annehmen als Wahrheit für mich oder nicht? Oder willst du erstmal noch auf die Probe stellen? Mhm. Kann man ja auch.
diese Probe, von der du gesprochen hast, das ist natürlich auch einer der Wege, die uns dazu führt, selbst zum Teufel zu werden. Mhm. Weil ein Beispiel, also Kondition ist sozusagen, wie wir es auch gerade hatten, mit der Abstand des A und O in allerlei Hinsicht. Ja, mein kleiner Bruder ist heute vorgestern nach Hause gekommen. Mhm. Und der war den ganzen Tag zu Hause. Dem geht es gerade nicht so gut. Mhm. Am Knie. Aber draußen hat es den ganzen Tag geregnet. Der war aber den ganzen Tag zu Hause. Und dann sagt er ganz plötzlich, Kondition, Schule, ja? Mhm. Was für ein scheiß Wetter. Der ist 10. Mhm. Richtig gut. So. Und ich denke mir, also ich habe sowas noch nie aus seinem Munde gehört. Und das hat er garantiert nicht von mir. Mhm. Garantiert nicht. Und mhm. von meiner Mutter auch nicht. Mhm. Die liebt Happy Hour for the Flower. Also, ja. Das hat alles seinen Sinn. Aber es hat halt dementsprechend von woanders. Und das ist so, Kondition ist so, das ist so das aller wertvollste überhaupt, was wir machen können. Du kannst dich jeden Tag dir einpauken an Dingen, bei denen du sagst so, hey, geile Sache. Hey, geil. Ja. Stell dir mal vor, jeder würde kommen und jedes Mal würde er sagen, das ist eine geile Frisur. Ja. Ich würde das nach 2-3 Wochen, wenn er jeden Tag das macht, und zwar ernst, wenn er richtig ernst, würdest du irgendwann mal sagen, so, scheiß auf den Haarausfall, hey, geil. Weißt du? Ja. Dieses Problem würdest du nicht haben. Okay, Kondition. Ja. Wenn das so einfach ist, was ist, ja, mhm. dann können wir das ja anwenden. Klar, wir könnten den Teufel sozusagen rausjagen, indem wir in einer Generation einfach alles über den Haufen schmeißen. Mhm. Sehr spannend. Bei Wissen ist es genauso. Also wir haben oft auch Angst davor, etwas zu tun, weil wir von außen eingetrichtert bekommen, werden wir zum Teufel, wenn wir das zum ersten Mal selbst tun. Aber ich muss auch sagen, ein Part, der ist recht neu, ein Part in mir, der ist auch wissentlich, also er weiß, dieser Part weiß in mir, wenn ich diesen Schritt gehe, der erstens von vielen Leuten total umstritten ist, also umstritten angegangen wird, und zweitens auch ich davor Angst habe. Ja, wenn der Part spricht, geh den Weg trotzdem, wissentlich, du weißt, dass wenn du ihn gegangen bist, kannst du mehr darüber sagen. Ja. Das ist, das ist eine sehr, sehr neue Geburt, also etwas ganz Neues, also dieses Wissen mal aktiv anzuwenden und zu sagen, okay, oh, ja stimmt, ich habe ja diverse Evidenzen, also Erfahrungsberichte von damals, dass wenn ich etwas Neues mache, auch neue Scheiße entstehen kann, aber auch neues Gut, was alte Scheiße wegbringt. Das ist schon cool. Nee. Und lieber neue Scheiße und die alte Scheiße weg, weil dann wird es spannend oder bleibt es dann spannend, weil du kennst ja, wenn du den gleichen Spielfilm immer 2000 Mal anguckst, immer wieder gleich, dann ist es langweilig, aber neue Scheiße ist interessanter. Die kann man wenigstens lösen. Ja. Wenn man die alte schon gelöst hat, kann man die neue auch lösen. Also wäre neue auf jeden Fall besser. Ja, oder man kann einfach neue Werkzeuge dazu nehmen, um das alte zu lösen. Geht ja auch. Absolut. Oder? Absolut. Aber ich habe mir angewöhnt, zumal ich ja nicht unbedingt ein Freund bin erzwungenem, ich sag jetzt mal, das kann man gucken, wo man diese oder was in dieser Dynamik, in dieser Spannweite alles drin ist. Mhm. Ich bin kein Freund von erzwungenem positiven Denken, weil es dann in eine andere Sackgasse führen kann oder eine mögliche Sackgasse, dass man dann eben etwas so sehr versucht, dass man das Wesentliche nicht mehr sieht, oder? Dass man einfach etwas anderes versucht zu machen, unbedingt, wo man dann vielleicht das Urthema gar nicht mehr sieht. Ja? Mhm. Obwohl es wahrscheinlich eher darum ginge, dass das Urthema, also meistens läuft man dann mit diesem Verhalten vor einem Urthema davon. Mhm. Ja? Und ich bin eher der Freund, um dieses Urthema erst einmal zu erkennen. Und dann mit dieser Positivität oder diesem Optimismus mich diesem Urthema, diesem Urproblem dann hinzuwenden, oder? Und dann nutzt du diese Offenheit gegenüber oder diese positive Verhaltensweise gegenüber dem Urproblem auf, für mein Verständnis und meine Erfahrung, eine viel, viel nützlichere Weise. Und ich habe mir angewöhnt, einfach alles, was gesagt wird, was genannt wird, einfach mal als ich sage immer so, ich denke für mich dann interessant oder spannend, ja. Es ist dann für mich, so irgendetwas zwischen fantastisch und völlig bescheuert, ja, weil es ist so, ich nehme erst einmal etwas an, was jemand sagt oder etwas geschieht, und dann finde ich es erstmal spannend, ja. Jemand hat erst einmal, ich weiß nicht,
jemand prahlt, wie gut er eine 360 mit dem Snowboard machen kann, fällt auf die Fresse, bricht ein Bein. Ich denke dann, spannend. Das ist interessant, dass das so gekommen ist. Interessant. Ja? Und nicht mal aus Schadenfreude oder sowas, sondern einfach, weil, naja, wie das Leben so spielen kann, oder? Und da muss ich wieder denken, Mann, das ist völliger Idiot und noch irgendwie, ja, naja, ich weiß nicht, was ist das übertriebene Positive wäre. Naja, wenigstens ist er nicht tot. Ja, gut, könnte man auch schon machen, aber ja, du weißt, was ich meine. Es ist wie so ein Zwischending, ja. Mhm. Wenn ich einfach sage, erst einmal, zu allem, was geschieht, erst einmal einfach interessant. Oder eben jemand findet den Teufel ganz schlecht. Ja, interessant. Interessant. Ja, kann man ja finden. Ist ja okay. Ja. Ich finde, ich versuche irgendwie tiefer zu greifen. Aber naja, es ist interessant, dass dieser Mensch das so sieht oder so sehen will. Aber ich muss es nicht total toll finden, aber ich muss es auch nicht total bescheuert finden. Aber ich kann es einfach mal, naja, interessant finden. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, diese Denkweise ein bisschen an mir so anzueignen, ja, dass ich nichts mehr eigentlich als so in diesen zwei Extremen versuche, erstmal zu kategorisieren. Das sagst du auch gut, ja. Also gerade auch, darf ich ergänzen? Klar, gerne. Ja, also gerade in der, Dankeschön, gerade in der Hinsicht, wenn diese zwei Parallelen, also diese zwei Fronten eher aufeinandertreten, eher richtig fantastisch oder vollkommen bescheuert oder halt, ich muss etwas gut finden oder nicht gut finden, sondern wenn wir die mal wirklich so kollidieren lassen und dann einfach sagen, wow, was dadurch entsteht, oder einfach gar nicht zulassen und sagen, wie interessant, egal wie, also es gibt ja weder falsch noch richtig, diese Äußerung kennen wir auch, aber nicht aufgrund dessen, weil wir sie einfach hinnehmen, sondern weil ein Mensch, also ist so multifaktoriell aufgebaut, also wenn die Person, ein Beispiel, ja, viele meiner Kollegen und Kolleginnen wie auch deine sagen, du musst sexuelle Erfahrungen gemacht haben vor der Hochzeit, ja, sonst ist scheiße, ja, das ist auch eine Form von Konditionierung, ja. Nur weil du mal irgendwie dazu gekommen bist, deine Freiheit auszuleben, weil deine Mama und dein Papa eher freier waren oder nicht frei und deswegen du sozusagen getrotzt hast oder was weiß ich, deine Tante und wie auch immer hat dich damals mal geschult, was weiß ich, was für ein Blödsinn da entstanden ist, ja. Aber es ist multifaktoriell. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einer Person sage, die genau daran glaubt, ich möchte erst Sexualität haben ab dem Moment, wenn ich, ja, heirate, wenn ich sie dazu zwinge, das zu tun, dann ist es ja blanke Vergewaltigung für sie, obwohl sie den Akt vollführen würde. Mhm. Ja? Mhm. Deswegen wäre mein Ratschlag in dem Fall eher ein Schlag in die Fresse. Also jetzt mal grob gesprochen, das ist wirklich grob. Ja, ich sage nicht im Detail, im Detail sieht alles immer anders aus, weil wie gesagt, multifaktoriell. Aber jetzt kommt das Interessante. Wenn ich jetzt aber dann reingehe und den vermeintlichen nie erscheinenden Teufel, oh, er macht vielleicht einen Blödsinn, eher als Gedankengut seinerseits sehe, also im Sinne von interessant, ich muss es ja nicht feiern, ich sehe es als Gedankengut, weil es für ihn Gedankengut ist, nicht gut, Gedanken schlecht, Gedankengut. Mhm. Und damit umgehe, kann ich ja eher eine Welt erschaffen mit ihm, die über dieses Thema redet, statt ihn dazu zu zwingen und ihn damit zu verschließen. Also ihn, sie, es, wie auch immer. Total. Das heißt, in Grobfassung, das ist ja sozusagen die Diplomatie, von der wir gerade reden. In ein Thema hineingehen. Leila sagt zum Beispiel gerne Kulturbegegnung. Also was passiert, wenn einfach Informationen ausgetauscht werden? Ja. Und ich kenne das, wie gesagt, heute Morgen war es so, oder vor ein paar Wochen habe ich eine Aufgabe weggegeben gehabt an einen Profi, der das lösen sollte. Er hat es nicht gut gelöst und meine Kundin kam wieder zu mir zurück bei einer Sache, bei der ich gesagt habe, so, ich wollte eigentlich nichts mit mir zu tun haben. Ja. Und dann lese ich mir die Chatverläufe durch und denke mir, Alter, das war keine Kulturbegegnung, das war einfach nur ein Massaker. Natürlich war es Kulturbegegnung, aber die eine hat dann geschrieben, der andere hat geschrieben und die andere und die haben das Ziel vor Augen verloren, wir wollten einfach nur etwas klären. Ja? Ja. Genau passiert das natürlich auch, also wenn ein Junge bei dir sagt, hey, schwul oder cool, dann kommt er multifaktoriell erzogen, ja, von Elternteilen etc., ja,
und versucht sozusagen seine Dominanz, oder nennen wir es mal nicht Dominanz, sondern er versucht sozusagen eine Kategorie zu erschaffen, wie sein Vater das macht beispielsweise, oder wie sein Onkel das macht, oder wie auch immer, und versucht sich in dieser Welt zu integrieren mit einem stumpfen Objekt, was er um sich her schwingt. Ja? Mal schauen, was passiert. Ja? Das kann gut laufen oder schlecht. Offenbar läuft es bei seinem Vater, wenn er der Urheber ist, sehr gut, weil er hat keine Schläge bekommen. Er kriegt Schläge, aber dann kriegt er nicht Schläge von beispielsweise Silvan, indem er sagt, hey, das, was du da machst, ist ziemlich kacke. Das ist ja erst eine Ohrfeige, so Dominanzhierarchie. Ja, also richtig voll in die Fresse. Da geht er nach Hause, erzählt es und kriegt von seinem Vater, der das die ganze Zeit auch macht, auch noch Schläge, weil er nicht manns genug war mit seinen 5 Jahren. Verstehst du? Das heißt, er ist von vornherein in den Arsch gesägt wegen dem Teufel, den sein Vater gespielt hat und er nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und das, also spiegelneuronal gesprochen, einfach nur dämlich, weil Mitmenschen seinerseits, die ihn auf die Welt gekackt haben, entschuldige diese Wortwahl, es genauso handhaben, aber für sie die Scheiße nur dann stinkt, wenn sie außerhalb des Rahmens agieren, wie sie ihn erzogen haben. Das ist absurd gefährlich. Und dann entsteht Teufel. Weil wir abgleichen, und entschuldige, dass ich gerade so aushöre, weil genau das ist das Dilemma für so viele, die den Teufel in sich tragen, weil sie glauben, dass der Teufel etwas Fremdgesteuertes ist, obwohl es nicht der Fall ist. Und zwar Faktor Wirklichkeit, okay? Wie die Realität auf mich wirkt. Faktor Realität, wir wissen nicht, wie sie funktioniert, können wir auch nicht wirklich beschreiben, okay? Faktor Abgleichen innere Wünsche mit Wirklichkeit. Also nicht mit Realität, sondern innere Wünsche mit Wirklichkeit. Ja, das heißt, das ist ganz witzig. Ich gleiche immer wieder ab. Also Hypothalamus gleicht ab. Hey, da draußen läuft etwas ziemlich cool. Ja, ist super, ist super, ist super, ist super. Also Daumen hoch, Nummer 1, also Note 1, Note 1. Ich wandere weiter. Bisher ist noch kein Teufel da. Jetzt kommt etwas auf mich zu. Ich habe natürlich gelernt von meinem Vater beispielsweise oder von jemand auch immer, wenn nicht mein Wille durchgesetzt wird, dann ist scheiße. Hypothalamus meldet in dem Moment die Wirklichkeit, die reinkommt. Also es wirkt auf mich kacke. Warum? Innerer Wunsch nach Erfüllung, ja, Error. Abgleich außen, Error. Error ist immer, ja. Und das ist ganz witzig. Und jetzt, also wir entzerren mal diese Dilemma, okay? Problem ist, weil Wunsch innen nach Wirklichkeit, Wirkung nach innen von außen nicht richtig matcht. Die Wirklichkeit ist erzogen und entschieden. Das heißt, wir haben den Faktor Wunsch innen, den wir verändern können, und Wirklichkeit zur Hälfte, die wir entscheiden können. Die andere Hälfte von der Wirklichkeit ist von der Realität gesteuert, die wir absolut nicht steuern können. Ja. Und genau das ist das Thema. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist aber interessant, ist dein innerer Wunsch vielleicht gewesen, ich möchte aber was anderes. Dann kommt aber die Einwirkung von außen. Du sagst aber, dieser 50%-Part von der Wirklichkeit, also Wirkung nach innen, ist, das ist interessant. Dann wirkt automatisch dein innerer Wunsch nicht mehr als Error, sondern eine Möglichkeit, eine neue Möglichkeit wird aufgemacht. Das ist so geil. Und jetzt gebe ich mal wieder ab an dich. Ich habe jetzt genug geredet. Richtig. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und Ich glaube auch eben, ich rate auch des Öfteren Menschen, ich habe das mal auch irgendwo aufgeschrieben, ich glaube, ich habe mal einen Post dazu gemacht, dass man gedanklich im besten Falle alles zulassen soll. Ja. Also Gedanken sind nicht oder nur wenig dazu da, in dem Sinn, also klar, kann man immer, aber ich würde sie erst einmal so wenig wie möglich steuern. Weil Gedanken sind einfach da, um gedacht zu werden. ich muss spezifizieren. Also, wenn ich ständig Gedanken habe und dann kommen wir vielleicht zum positiven Denken oder zum Andersdenken. Wenn ich zum Beispiel ständig Gedanken habe, die beinhalten, dass ich zum Beispiel, ich weiß nicht, Fetisch-Sex haben will oder sowas. Dann, aber ich erlaube mir das nicht, oder weil ich weiß, das tut man nicht, dass man sich da ständig irgendwie davon versucht abzuhalten, diese Gedanken zu denken. Ja. Mit was auch immer. Kann ja dann, welches Werkzeug auch immer zum Zuge kommt, ist völlig wurscht.
Was ich empfehlen würde, ist, naja, dann denk das doch. Denk doch, lass doch den Gedanken zu und mach ihn so farbig wie möglich. Oder, weil und da finde ich auch, all die ESO, Richtungen, die dann sagen, ah, du musst deine Gedanken immer reinhalten und so. Du musst aber, Gedanken sind auch schon Energie, die sich dann manifestieren können, muss ich sagen. Ich glaube, die Gedanken sind noch so an der Oberfläche, dass da ganz, ganz viel passieren muss, dass die sich schlussendlich verwirklichen. Weil ein Gedanke führt zum Wort, ein Wort führt zur Tat. Und die Tat führt dann zur Wirklichkeit oder zu dem, was dann rückwirkt. Und wenn ich aber nur bei den Gedanken bleibe, dann ist es ja nur die Gedankenebene. Und ich versuche immer dann zu sagen, na gut, dann lass doch einfach die Gedanken zu und lass doch mal Fetisch und mach doch mal diese Fetisch-Sache so richtig farbig in deinem Kopf. Und guck mal, was macht es mit dir? Und klar bist du dann, wenn du das so lange unterdrückt hast, ein Gedanke muss ich immer materialisieren. Na ja, ja, tut mir leid, bin ich nicht vollends einverstanden. Und wenn man diese Fetisch, sag jetzt einfach mal aus, weil guck mal, Christian, wenn du diese Fetischgedanke einfach zulässt und einfach mal in dem Sinn als Kopfkino laufen lässt, dann ist es ja nur Kopfkino. Ja? Das heißt noch lange nicht, dass du nachher zum nächsten Fetisch-Event sportest und dich weiß nicht wo überall reinficken lässt. Ja. Oder andere oder überall. Also das ist, ich bin eher der Meinung, dass alles das, was du gedanklich dir zulässt und dir erlaubst, musst du weniger oder vielleicht sogar gar nicht mehr auf der Handlungsebene ausführen. Ja? Weil wenn du dir verschiedenste sexuelle Praktiken einfach durch den Kopf gehen lässt, völlig ungezwungen und einfach sagst, ich möchte das unbedingt, und ich möchte das alles so und jetzt in mir und das einfach durchspielen. Mhm. Klar kann es dann vielleicht ein Need entstehen, dass man das unbedingt ausprobieren muss. Ja, dann solltest du es vielleicht ausprobieren. Vielleicht. Mhm. Ja, vielleicht auch nicht, aber ich mache die Beobachtung, dass wenn wir uns erlauben, unsere Gedankenebene voll und ganz einfach sein zu lassen, zuzulassen und eben nicht großartig dran rumzuwurschteln, dann musst du tendenziell das nicht mehr so sehr, diesen Drang auf der Handlungsebene oder auf der Wortebene ausagieren. Und vor allem ist es dir nachher bewusst, wenn du dieses Kopfkino mal zu Ende schaust, von diesem, ja, Fetisch zum Beispiel, kommst du vielleicht auch eher nachher zur Wurzel des Gedankens, ja, der ja wahrscheinlich dann auch Prägung ist oder ich weiß nicht, woher das dann irgendwoher kommt, denn wahrscheinlich. Und auch wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Und wenn ich dann über diesen Gedankengang, über dieses Kopfkino zur Wurzel komme, dass ich vielleicht mal irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwo mal einen Fetischfilm gesehen und fand es irgendwie total geil. Ich fand dieses Leder so geil. Oh scheiße, stimmt, ich stehe auf Leder. Leder ist irgendwie so geil. Oh, Leder macht mich irgendwie. Und da kommt man vielleicht auf irgendwie etwas, wo man denkt, da kommt man vielleicht auf irgendwie eine künstlerische Kreativität in Form von Lederverarbeitung. Wo man dann denkt, ah shit, stimmt, ich finde es eigentlich nur geil, weil ich Leder so geil finde. Vielleicht sollte ich mit Leder was machen. Oder vielleicht sollte ich mit diesen Klamotten, ja, designertechnisch was machen. Und dann kommst du wieder auf eine völlig andere Ebene, als wenn du von Anfang an dachtest, Fetischsex, nein, das macht man nicht. Und da habe ich aber von meiner Mutter gehört, das ist alles Psychos. Oder ich weiß nicht, völlig wurscht. Mhm. Und dann gehst du diesem Gedankengang schon nicht mal nach, den man auch erst einmal völlig symbolisch verstehen kann, wohlgemerkt. Also ich glaube auch, Gedanken sind oftmals viel symbolischer als wörtlich. Ja? Also ich würde einen Gedanke, würde ich selten wörtlich nehmen. Also wenn dir ein Gedanke hochkommt, ein inneres Bild, eben zum Beispiel Fetischsex, dann würde ich das erst einmal symbolisch versuchen zu verstehen. Ja? Was ist drin? Fetisch hat was mit vielleicht Kontrolle zu tun, also vielleicht etwas mit eben Sexualität natürlich zu tun, mit sehr, sehr triebhafter Sexualität vielleicht.
Naja, gut, was ist so mit meiner triebhaften Ebene? Wie lebe ich die aus? Lebe ich meine triebhafte Ebene überhaupt aus? Und dann kommt man vielleicht schon wieder auf ein anderes Urthema, vielleicht sogar, ja, welches dann gar nichts mehr mit dem Fetischsex vielleicht auch zu tun hat. Ja. Aber man merkt schon mal, okay, stimmt, ich habe irgendwie ein Problem mit dieser Instinktebene oder mit dieser triebhaften Ebene. Übrigens, haben das sehr, sehr viele neurotische Menschen haben ein Problem mit triebhafter Ebene. Das ist Jung hat das wunderbar beobachtet. Ja, wenn du in Träumen und in sonstigem Selbstausdruck oft mit Tieren oder sowas ist, dann kann man darauf pochen, mal diese triebhafte Ebene anzuschauen, weil Tiere sind symbolisch gesehen ist es triebhafte Ebene. Die Frage ist dann, in welcher Form und so weiter und so fort. Aber darum würde ich Gedanken zulassen. Ja? Und wenn jemand dann sagt, ich hoffe, Christian, falls du noch zuguckst, du verstehst, was ich meine, dass sowas muss ich nicht materialisieren. Wenn ich ein Kopfkino durchlaufen lasse von Fetischsex, muss das nicht heißen, dass es nachher plötzlich materialisiert sich. Und da bin ich so einfach nicht einverstanden, weil Gedanken, klar, stellen eine gewisse Grundlage für Folge, wie soll ich sagen, für Folgetaten, ja, oder für Folgen, für mögliche Folgen. Aber und deswegen bin ich auch immer, da würde ich gerne mal mit Jens vielleicht mal drüber reden, wie er das sehen würde, weil da finde ich auch, gerade viele verstehen da, glaube ich, das Gesetz der Anziehung nicht ganz oder nur halb, weil eben Gedanken, wenn ich mir denke, chronisch denke, versuche, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, heißt das noch lange nicht, dass du reich wirst. Das ist reine Gedankenakrobatik, die kann zielführend sein, kann. Ich will nicht sagen, dass es nicht sein kann, aber es ist sehr, sehr oberflächlich. Ja. Kann ich da kurz einhaken? Gerne, 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 ja. Ja, weil das, was du gesagt hast, finde ich nicht nur interessant, sondern auch total treffend. Also Christian hat ebenfalls einen Punkt da angesprochen, der sehr wertvoll ist. Also beide Ansichten sind hierbei unfassbar Klar. bereichernd. Einerseits natürlich, dass diverse Gedanken, die aufkommen, die zum Beispiel schmerzhaft sind, die dürfen zugelassen werden. Ja, also im Klar. Extremfall zum Beispiel. Es dürfen, generell darf jeder Gedanke zugelassen werden. Natürlich in welcher Form? Ja, vielleicht habe ich jetzt gerade den Gedanken so, oh, scheiße, ich möchte wirklich mal auf so eine Party gehen, okay? Und dann durchdenke ich das mal und gehe zum Beispiel den ersten Schritt, weil ich sage so, mich lässt es nicht mehr los, ja, so, oh Gott, dann gehe ich den ersten Schritt und gucke mir vielleicht mal was auch im Internet an, also nur an dem Beispiel mal Klar, festgehalten, ja. Im anderen Zuge so einfach nur mal darüber nachdenken. Manche Menschen haben zum Beispiel eine sehr gute Vorstellungsgabe, das hat nicht jeder. Es gibt Unterschiede. Und die sich das super vorstellen können, können da drum rumspinnen. Andere zum Beispiel müssen es eher fühlen. Also ich will es nicht als kinästhetisch unterscheiden, aber vielleicht dürfen die das eher materialistisch dann wahrnehmen, weil 80% aller Informationen, die wir dekodieren, kommen über unser Sehorgan rein. Ja? Also deswegen glauben wir auch das, was wir sehen, ja, so sehr, weil das uns zum Überleben gebracht hat über mehrere Milliarden Jahre. Was total krass. Und wir sind einer der wenigen Spezies auf dieser Welt, die so stark, hirntechnisch gesprochen, das Visuelle verarbeiten. Okay. So, daher ist der Ansatz in dem Fall von Christian auch gar nicht mal so verkehrt. Also, er Nein, macht es natürlich ja nicht. sichtbar. Und im gleichen Zuge stehe ich auch voll da dafür, was du gesagt hast. So, manchmal reicht es einfach auch. Also, es hängt von der Gabe da oben ab. Und deswegen, und ja, nochmal auf das Thema nochmal einzugehen, so ich bin reich, so funktioniert es nicht, denn ich gehe mal von, ich will das Thema mal von der Traumperspektive aus angehen. Wenn wir träumen, dann gibt es so viele Bücher, beispielsweise keine Ahnung, Traumdeuterbücher, die nichts mit Freud zu tun haben, sondern nur eine Kopie waren oder so eine Art Adaption, die sind sehr kreativ, die sagen dann, dass der eine Traum das und das zu bedeuten hat. Ja. Prinzipiell können wir heute davon ausgehen, dass es im Durchschnitt absolut komplett falsch ist. Ja. Aber es ist nicht falsch im Sinne von, wenn man ein Symbol dahinter sieht, dass man da auf neue Gedanken kommt, um das da dahinter zu steigen. Das ist Klar. gut, das finde ich gut. Also alle Modelle sind falsch, aber alle Modelle können helfen.
Klar, absolut. Das ist sehr wichtig. Sehr schön, ja, sehr schön. Der Traum ist, rein neuronal gesprochen, eine Art von, stell dir mal vor, unser Gehirn, das agiert vollkommen alleine da oben. Also wir haben Tagträume, die können wir so leicht unterstützen, ja, oder Impulse geben. Aber wenn wir im Tiefschlaf sind oder halt in der REM-Phase, können wir Impulse davor geben und nachträglich, wenn wir wieder aufwachen, um danach wieder das zu steuern, also luzides Träumen. Aber nicht in dem Moment, wenn wir in den Traum reinfallen. Das ist so, oder in diese Traumphase. Und jetzt kommt das Coole daran, Träume, da verarbeiten wir beispielsweise eine Art Gefühl, welches zwischen 48 Stunden in der Vergangenheit liegt und jetzt. Ein Gefühl, was uns zum Beispiel bedrohlich erschienen ist oder es war sehr erregend oder was auch immer, alle Gefühle. Okay? Mhm. Und unser Hirn sagt in dem Moment, hey, welches Bild, was du in deinem Kopf hast, du hast wirklich unendlich viele Bilder, also unendlich, also multifaktoriell, was der Christian auch erwähnt hat, Prägung und Co., also auch also Trieb etc., Milliarden Jahre und so weiter, klar. Also unendliche Bilder, du kannst jeden klar. Scheiß träumen, alles, also das ist so krass, jeder Film ist auf Träume entstanden, theoretisch, ja, oder aus Träumen, jetzt kommt es sagt, das ist das Gehirn da oben, was wir wissen bis heute nicht, wie das Ganze richtig funktioniert, aber es sagt in dem Moment Folgendes, so adaptiert, also, oder erklärt, hey, welches Bild in deinem Kopf also ähnelt diesem Gefühl? Weil Gefühl ist ganz groß und Bild sucht, er sucht sich einfach ein Bild, damit es dekodiert. Und ganz plötzlich findest du dich in deinem Traum wieder als Pirat mit 3 Augen, 5 Augenklappen, fliegend auf SpongeBob, anbetend den Lasagnenbaum und währenddessen kommt aus deinem Arschloch irgendwelche Einhörner raus, die währenddessen auf andere Meteoriten weiten. Also verstehst du, was ich meine? Das ist total absurd. Und du wachst auf und denkst dir so, was für eine Symbolik ist da dahinter? Ja? Und weißt du, und das Einzige, was dir dann in dem Moment in deinem schwachen Verstand einfällt, ist, also ich sollte Künstler werden. Ja. Was vollkommener Bullshit ist. Das ist Bullshit. Es darf auf mehreren Ebenen betrachtet werden. Jetzt kommt es in der Traumtherapie oder in der Traumatherapie wohlgemerkt. Also beides, also es sind zwei unterschiedliche Themen, Traumtherapie und Traumatherapie. Okay. Wobei in der Traumatherapie auch Träume begutachtet werden, wird die Frage gestellt, erzähl mal, oder die Äußerung, erzähl mal, was war denn da? Also, wie hast du dich dabei gefühlt? Mhm. Und jetzt kommt mir das der Sache dann näher, weil dann poppen dann neue Sachen auf und du gehst dann sozusagen in diesen Traum rein mit dem Bewusstsein, super spannend, und dann öffnet sich die Türe zu allem, was du da drinnen noch hättest denken können. Das ist so interessant und dann fängt die Reise an zum Teufel, weil du träumst immer nicht um zu verarbeiten. Der Geist versucht, etwas loszulassen, was dich dem Willen der Macht, also der Umsetzung des Überlebens hält. Nicht Verarbeitung, Entwicklung. Ja, es ist immer mehrschichtig. Das stimmt. Also so, es ist meine Wortwahl dazu. Pardon. Ich glaube, jeder Traum hat verschiedenste Botschaften. Oder man kann auch Träume so ein bisschen in drei Kategorien einteilen. Einer ist wirklich reine Kompensationstraum. Ja. Also das heißt, ich kompensiere das, was im Alltag geschehen ist. Ja. Ein zweiter kann sein eine Art fast schon prophetischer Traum. Ja. Also das heißt, ich sehe, was kommen wird oder kommen könnte. Und das gibt's extrem oft, dass Leute etwas sehen oder träumen, was dann eintritt, auch oftmals sogar nicht für sie selbst. Also das ist schon interessant. Das ist zwar eher die Ausnahme, aber es gibt's schon. Also entweder Kompensation, prophezeiisch, oder in dem Sinn kann ich sagen. Also halt von der Vergangenheit, ja, also Aufarbeitung. Entwicklung oder Aufarbeitung, wie der auch Sinn sagt. Ja, klar, kann man aus allem nachher eine Entwicklungschance, von dem hast du absolut recht, aus allem kann man eine Entwicklungschance rausziehen. Absolut, ja. Aber ich unterscheide da noch sehr, sehr differenziert. Ja. Nochmal zurückzukommen zum Dings, da habe ich letztens wieder mal einen Vortrag gehört von Alan Watts. Der hat da was ganz Schönes gesagt. Und eben, Ich sag auch, wenn die Gedanken noch so verrückt sind und noch so vielleicht abartig, ich würde sie mir trotzdem in dem Sinn erlauben, weil
Weil ich würde dann eher den Menschen dazu ermutigen, das als absolut seine Sache zu sehen. Ja? Also das heißt, Alan Watts sagt auch, Gedanken und Emotionen gehören mir. Gedanken, Emotionen und Gefühle gehören mir. Also damit kann ich machen, was ich will. Ja. Solange ich sie nicht auf andere projiziere und andere damit reinziehe. Aber wenn ich einfach meine Gedanken und Gefühle hochsteigen lasse und dann für mich da entweder voll reingehe oder nicht, oder was ich damit machen will, das gehört einfach mir. Und wenn ich in mir das plötzlich zulasse, die abartigsten Gedanken und Gefühle zu haben, dann kümmert das noch niemanden. Und eben, ob das, was das jetzt auf energetischer Ebene macht und so weiter, da würde ich überhaupt ganz als Letztes dran denken, weil es ist in deinem Feld erst einmal. Ja? Mhm. Das ist erst einmal gehört ja zu dir, also es ist in dem Sinn an mich gebunden. Und klar können Gefühle und Gedanken andere Menschen mit einbeziehen, aber es ist mein Konstrukt. Wenn ich mit einem Menschen was erlebt habe, wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel was erlebt habe, für das genau gleiche Erlebnis habe ich wahrscheinlich 100 andere Bilder als sie. Also sowieso, gezwungenermaßen. Ja. Und da sind verschiedenste Gedanken dran verknüpft und verschiedene Emotionen. Und für meine Mutter aber wahrscheinlich andere, vielleicht auch gleiche, aber wahrscheinlich auch viele andere. Mhm. Also muss man davon ausgehen, dass Gedanken und Gefühle erst einmal mir gehören und auch ihr gehören. Ihre Gedanken, ihre Gefühle sind bei ihr. Und deswegen würde ich, wenn man jetzt sagt, und deswegen, Christian, vielleicht verstehst du das auch jetzt besser, wenn ich eben sage, ich würde mir nicht so viele Gedanken machen oder nicht so einen Kopf machen, was passiert jetzt, wenn ich das denke, weil energetisch manifestiert es sich dann irgendwann, weil dann denkt man schon ab, vielleicht zu weit und hält sich wieder davon ab, etwas fühlen und denken zu dürfen, weil es könnte ja nachher was ganz Schlimmes sein. Wenn ich zum Beispiel jemanden verklopfe und jemanden verprügle in meinen Gedanken und in meinen Gefühlen, und dann könnte ich aber denken, dann ist wieder das alte Spiel, ja? Wenn ich dann daran denke, oh, aber das manifestiert sich, wenn ich das jetzt zulasse, dann tue ich es lieber nicht, dann hältst du dich davon ab, diese Verarbeitung zu machen, weil du schon zu weit denkst, eine Art, in Anführungszeichen. Und deswegen möchte ich Menschen ermutigen, was sie für sich machen im geschützten Rahmen, im stillen Kämmerchen sozusagen, mit sich die eigenen Gedanken zulassen, die eigenen Gefühle zulassen, das ist alles deins. Da hat niemand erst einmal was damit zu tun. Und darum, da würde ich jedem empfehlen, go fucking crazy, lass alles zu, wirklich. Und das heißt, eben klar kann es nachher vielleicht eine heftige Sache werden, wenn man schon lange mit einem Thema rumwurschelt und man schon lange immer weiter deckelt. David, du hast auch gesagt, das Schichten. Mhm. Wenn ich dann mir mal zulasse, überhaupt diese Sachen anzusehen und sich auch ausdrücken zu dürfen, dann kann es halt sein, dass mal ganz, ganz viel Energie jetzt da frei wird, was gebunden war. Mhm. Und dass dann vielleicht, wenn ich mir mal meine Aggression mal zulasse, dann werde ich vielleicht auch mal aggressiv und dann zerschelle ich vielleicht irgendwie was. Naja, es ist doch wurscht. Ich meine, eben, solange du nur Dinge zerschellst, who the fuck cares? Wenn du dein Handy auf den Boden schmeißt und es ist nachher kaputt, naja, scheiß drauf. Wirklich, scheiß drauf. Ich meine, du kannst dir ein neues kaufen, ich bitte dich. Aber wahrscheinlich, also wenn du das wirklich in dir gefühlt hast und deinen Zorn somit in dem Sinn, anzapfen konntest, dann ist es doch eine wunderbare Sache. Dann finde ich, dann ist es 1.000 Euro wert, dass du, wenn du so einen Durchbruch. So. Ah, mach mal den Kommentar rein. So. Fahre fort. Ja, also wie gesagt, wenn du mit einem solchen Zulassen von Gedanken, Emotionen und eben dann vielleicht sogar Worten eine Abhilfe verschaffen konntest, einen Zugang finden konntest dazu, dann finde ich, dann ist das in dem Sinn das wert, wenn man irgendwas zerschellt. Ja? Absolut. Und
Aber eben, ich sage es auf meiner Homepage, wirklich eine meiner Lieblings-, also auf der neuen Homepage übrigens, die jetzt hoffentlich bald fertig ist. Übrigens hast du mir da sehr geholfen mit, ich habe da viel bei dir mich Inspirationen geholt. Ja, total. Du wirst es vielleicht erkennen, vielleicht auch nicht. Also, ne, minim, aber natürlich, glaube ich, habe das Brooklyn-Theme genommen. Na, egal. Cool. Und dieser Satz ist wirklich, finde ich, darf man auf alles, also gerade was Selbstentwicklung angeht, darf man sich den gut aufschreiben. Und zwar, tu was immer du willst, solange du anderen nicht deinen Willen aufzwingst. Ja. Ja. Also, das heißt eben, wenn du nachher deine Gedanken, Gefühle oder irgendwas zerschellst oder ich weiß nicht was, dann tu das bitte. Tu es, aber dann mach es für dich und in deinem geschützten Rahmen. Mhm. Und zieh nicht andere mit rein. Gedanklich, scheißegal, eben gedanklich, das eben, man muss es ja nicht, und ich finde, da darf man auch unterscheiden zwischen zulassen und in dem Sinn verschlimmbessern oder nachher sich oder sich dann in diese Spirale noch zu steigern und zu nähren. Ja, da kann man wirklich sich, ich finde, da kann man sich wirklich, was soll ich sagen, gut beobachten dabei, was geschieht mit mir, wenn ich in einen solchen Gedankengang einsteige. Lasse ich den einfach nur zu, ja, so wie er halt selbst kommt, von selbst. Oder wenn jetzt eben zum Beispiel irgendetwas Abartiges hochkommt, was mich vielleicht auch erst, was vielleicht äußerst mal ein Gefühl mitbringt, zum Beispiel von vielleicht auch eine depressive Stimmung, ob man sich dann einfach in das, was hochkommt, hineingibt, oder ob man nachher sofort mit Gedanken noch nachdoppelt, weil ich kann ja selbst auch Gedanken produzieren, ich kann nicht nur das hochlassen, was kommt, sondern ich kann ja selbst auch Gedanken produzieren, das wissen wir, ich kann jetzt denken, ich kann jetzt irgendwie gezwungenermaßen denken, Zeus hat ein anderes Hintergrund, eine andere Wand hinter sich oder so. Und wenn ich dann weiter spinne, in diese depressive Stimmung hinein noch, oh ja, stimmt, ja, aber das ist ganz schlimm und oh, ja, das ist aber, ja, das kommt jetzt natürlich auch noch, ist ja völlig klar, weil zu einem anderen ist auch noch das jetzt. Und dann, weil ich habe immer noch schon, Job läuft eh schon nicht gut und Beziehung auch nicht und mit den Freunden, da ist ja auch immer Pech und so. Dann kann man sich, es ist ein Unterschied, ob man sich reinsteigert, ja, in dem Sinn forciert, ob man sich selbst forciert hineinsteigert oder ob man einfach zulässt, was kommt. Und das kann ein sehr schmaler Grat sein. Und da möchte ich schon auch Leute dazu motivieren, da auch gut zu beobachten. Ja. Und auch wenn man sich vielleicht nicht so gut fühlt, wenn man nicht unsicher, wenn man unsicher ist, forciere ich jetzt und dann lasse ich einfach zu, dann seid vielleicht erstmal achtsam und guckt einfach, dass ihr euch nicht übergeht. Ja. Ja, man kann auch Schicht für Schicht, macht's easy, ja. Soft. Cool. Was dabei unfassbar hilft, um diesen Gedankenteufel dann doch zu lokalisieren, sich einfach nach diesem Gedanken nochmal zu fragen, wie weit kann ich damit arbeiten, um mich zu befreien? Ja. Wie weit kann ich damit arbeiten, auch wenn es wehgetan hat, auch wenn es ein mangelhaft oder mangelnder Gedanke ist oder mangelproduzierender Gedanke ist, was kann ich daraus erschaffen? Ja. Und solange ich diese Frage nicht mit einem widerlichen Oh Gott beantworte, ist alles okay. Richtig, total richtig. Und Angst vor den Gedanken zu haben, das ist mies, weil vor etwas Angst zu haben kann jeder, okay? Wie du vorgehen kannst, um zum Beispiel deine inneren Gedanken halt wirklich zu kategorisieren, vor was ekelst du dich? Also das Widerlichste, was dir einfällt, ja, beispielsweise in dem Thema, was dich sozusagen in dem Gedankenteufel so, ja, da mal hinzugucken, weil da versucht unser Geist durch unsere Konditionierung, wie der Christian vorhin gesagt hat, oder Prägung besser gesagt, durch unsere Konditionierung generell, kulturell, familiär kulturell, Geschichte, bla 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 und so weiter und so fort, oder dogmatisch, was wir so alles beigebracht bekommen haben, oder was wir halt angefangen haben zu produzieren, als Individuen, was auch immer sein soll.
dass wir da nochmal reingehen, weil Ekel ist, was ich auch letztlich nochmal erfahren habe, Ekel ist so ein ganz mieser Abtreiber. Nicht Antreiber, sondern Abtreiber. Er treibt sich an, da wegzugehen. Ja? Ja. Und ein kleines Beispiel dafür, wie massiv Ekel ist. Also wie Trump zum Beispiel arbeitet, er benennt die andere Fraktion nicht als ekelhaft, sondern er weist immer darauf hin, was seine Fraktion als ekelhaft empfindet. Wenn man da genau drauf achtet, dann kommen immer, es gibt auch dafür sozusagen Beispiele, wo das in der Geschichte der Menschheit noch vorkam, ratet mal, ja, es ist keine 80 Jahre her, und das ist super interessant. Ich vergleiche nicht ihn als Person, sondern die Tat. Also versteht mich bitte nicht. Also ich finde diese Art von Reden sehr eloquent, sehr intelligent, auch wenn sie unbewusst geführt werden. Ich bin kein Fan von irgendwelchen derartigen Verhaltensmustern. Es geht darum, wie sie ankommen. Sehr interessant. Und genauso hat es in dem Fall damals auch unser Adi damals gemacht. Und wie er dann geredet hat. Und wenn jemand mit Ekel angegriffen wird, dann ist es so, dann schneidet dir richtig die Serotoninwerte ab. Da bist du nicht ruhig. Nee. Das ist so, oh Gott, ja. Das ist so, oh je, oh je. Also, jetzt kann man sich auch die Frage stellen, also rein für die teuflische Frage. Wie weit musst du abgestiegen sein, dass du einen weggeschmissenen Burger aus dem Mülleimer rausnimmst und isst? Da kannst du dir vorstellen, wo die Serotoninwerte sind. Also nur, um einen Vergleich mal zu stellen in Bezug auf Verhaltensweisen von Menschen. Ja. Da bist du sozusagen vollkommen tot. Da geht es nur noch ums nackte Überleben. Aber wenn du noch einen Ekel hast, dann weißt du, oh, da muss ich mal, oh Gott, okay, das ist Angriff, das ist mies. Weil wenn du Angst vor etwas hast, oh, da können wir reingucken, das ist kein Problem. Aber wenn ich sagen müsste, spring vom Flugzeug, okay? Dann sagst du, das traue ich mich nicht. Aber irgendwie kriegen wir das doch hin. Also keine 27.000 Fälle kriegen wir nicht hin, aber 28.000 Fälle kriegen mich dorthin, okay? Aber wenn du dann verbunden würdest, so, okay, wenn ich dann springe, dann lande ich wahrscheinlich, also von 90% wahrscheinlich, in eine HIV-infizierte Spritze, dann ist vorbei. Das ist so, da kriegen dich keine Millionen unendlich viele Pferde hin. Verstehst du? Ja. Nicht, weil du Angst hast wegen den Folgen, sondern das ist Ekel. Das ist blanke Ekel. Ja, total. Ist übrigens 1:1 Schattenarbeit. Ja. Wenn jemand sagt, Schatten, habe ich kein Problem mit, dann würde ich den Menschen mit Extremthemen konfrontieren. Ja. Eben zum Beispiel so, Sexualität geht immer, eben zum Beispiel Fetisch. Oder Sadomaso oder alles solche Sachen, ja. Oder halt eben, oder Trump ist wirklich, also das ist eben schon gut, ne? Da kann man wirklich gucken, was ist so, wie ist so der Schattenbarometer bei jemandem, wenn man so ein paar Themen droppt. Finde ich gut, ja. Und weil jemand, der ganz, ganz stark auf etwas reagiert, eben mit Ekel oder Abscheu oder völlige Tabu, das ist Tabu, über das spricht man nicht. Übrigens, Adolf ist dann natürlich auch sowas, ja. Spricht man einfach nicht drüber. Warum denn nicht? Ja. Was ist das Problem? Und es geht nicht darum, dass man jetzt, weil das Interessante ist dann immer, dann, wenn man zum Beispiel über Adolf zum Beispiel spricht, dann triggert immer sofort etwas, was dann sagen lässt, ja, fandest du denn das gut, was er gemacht hat? Sage ich, nein, ich habe das gar nicht gesagt. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe nur das Thema verworfen. Ich habe nur gesagt, warum. Oder? Und dann, weil dann geht man, oder, verstehst du? Deswegen finde ich die Frage, warum, so schön, weil klar ist es nicht unbedingt zielführend, ja. Es ist keine unbedingt zielführend, deswegen, wenn es zielführend sein soll, genau, dann finde ich gut, was du sagst, mit wozu, ja. Aber wenn es konfrontativ sein soll, dann ist warum viel schöner. Weil warum ist erst einmal, weil erst einmal mit warum können viele auch gar nicht umgehen. Deswegen hassen sie ja auch die Warum-Frage von Kindern. Weil, naja, warum?
warum mache ich denn das? Und dann ist es so, ja, weil es ist, und dann kommt nicht mehr viel, weil man sich oft diese Frage gar nicht gestellt hat. Und gerade zu diesen Themen noch. Ich meine, wer hat sich schon mal gefragt, wirklich gefragt, bis zum Detail, warum hasse ich denn Adolf Hitler? Oder warum hasse ich denn das, was er getan hat? Oder warum finde ich das scheiße? Und dann klar finden, kommen ein paar Sachen, die man, wo man sagen muss, ja, es gibt wirklich schönere Sachen, die man machen kann. Und dann muss man sich aber trotzdem fragen, muss man dann so noch so eine Abscheu oder so eine Tabu daraus machen, wo man sich dann, wie soll ich sagen, es klingt vielleicht komisch jetzt, aber wo man sich fast schon selbst wieder deckelt irgendwo. Klar, man macht wieder aus einer Person einen Teufel, der, klar, eben hat Sachen gemacht, wo man sagen muss, hey, ja, man kann seine Lebenszeit schöner verwenden, aber muss ich deswegen mich so reinsteigern? Ja? Und man steigert sich dann rein und dann hat es nichts mehr mit ihm zu tun, sondern hat es noch mit deinem System zu tun. Mit deinem System von Glaubenssätzen, von Gedankenmustern und so weiter und so fort. Ja? Ja. Und dann hat es nicht mehr viel mit ihm zu tun, er war nur der Auslöser. Er war nur der Auslöser davon, was schon in dir war. Ja? Und eben, das hat nichts mehr damit zu tun, ob jetzt er was Gutes gemacht oder Schlechtes gemacht hat. Schlechtes gemacht. Das ist völlig irrelevant. Weil es geht dann plötzlich nur noch darum, wie reagiere ich denn darauf und warum reagiere ich so, wie ich darauf reagiere. Und dann kann man schon wieder eigentlich den Träger kann man dann schon wieder vergessen, weil Träger, da könnte auch eben, da könnte Trump oder Hitler oder sonst wer gewesen sein, völlig wurscht. Oder Mussolini wie heißt der in Kuba da? Der in Kuba halt. Ist doch völlig, kann man nehmen, wer will. Schlimme Personen gibt's immer. Und dann ist aber die Frage, warum denn? Und eben dann, ich finde das immer so schön, weil eben, wenn man mit einem offenen Interesse reingeht in so schlimme Themen, dann sind Leute erstmal ganz vor den Kopf gestoßen. Wie kann man denn Interesse zeigen an einem schlimmen Thema? Das darf man doch nicht. Ne? Und dann wird es richtig, für mich, ich finde es dann total interessant, weil eben wiederum interessant oder spannend zu sehen, was passiert mit einem Menschen, wenn ich ihn mit Interesse konfrontiere an seinem Schatten. Ja? Also warum findest du Sexualität was Schlimmes oder was ekelt dich denn daran? Warum ekelt dich das Blut von, warum ekelt dich die Menstruation, das Menstruationsblut? Mhm. Warum? Spannendes Thema, oft gehört, ja. Ja, und klar gibt es eine Art leckeres oder schöneres oder sowas, aber warum ekelt dich das denn? Mhm. Also hast du dich schon mal gefragt? Ich weiß es nicht. Für mich war es nie ein Problem, ich weiß es nicht, aber wenn jemand offensichtlich ein Problem damit hat, dann finde ich das dann wird es richtig brisant, aber auch spannend und wenn man sagt, guck, jetzt sind alle abgehauen, also bleib oh, jetzt die schlimmen Themen da, will jemand da. Oh. Nee, dann finde ich es richtig interessant, wenn man dann guckt, wenn man Interesse zeigt an etwas, wo man nicht Interesse zeigen darf. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was du anfangs auch gesagt hast. Ja. Spannend, du hast gerade. Hörst du mich noch? Ja, ja. Okay. Du hast etwas ganz Schönes gerade erwähnt, auch gerade. Das erinnert mich vorhin an die Affengeschichte mit dem Wasser, immer wenn sie geduscht wurden, ja, und hochduften. Ja. Und das haben wir dann auch doch gelernt. Ich habe in der 6. Klasse Geschichte bis zur 10. Klasse nur noch das Dritte Reich gehabt. Mhm. Ich habe das eingepaukt bekommen. Also ich kann nur von mir ausreden. Ja. Ja? Und jedes Mal, wenn das Thema angesprochen wird, meldet sich natürlich auch das Konglomerat von allen Opfern, die da entstanden sind und natürlich. Vor allem diejenigen, die. Und es ist sehr, sehr interessant, vor allem auch, weil ich studiere halt da schon seit Jahren auch die Körpersprache von diesen Menschen, die da auf der Bühne waren. Mhm. Wie konnte es sein, dass ein Desperate House Hitler auf die Idee kommt, nach Hause, also rauszugehen und zu sagen, ich nagel mein
mein Kunstwunsch nach 3 Absagen von der Uni auf den Nagel, also an die Wand und sage, okay, jetzt gehe ich mal und co-kreiere einfach Nazireich. Also wie kommt man auf diese Idee? Also das ist natürlich auch multifaktoriell, das will ich damit sagen, aber nochmal zurückzukommen auf das Thema Kondition, also wir werden natürlich auch diesbezüglich konditioniert, nicht mit jedem, nicht überall, also das stimmt nicht, also mehrfach, also und keiner spricht von Mao, keiner spricht von der Sowjetunion, die da voll dem Bach runtergegangen ist und bis heute... Napoleon! Ja, also keiner spricht davon, weil das ist etwas so, das ist zwar nah dran, ich meine, das warum können wir uns sparen, weil wenn es die eine Geschichte nicht gäbe, gäbe es die andere. Ja, es geht darum, dass wir die Serotoninpegel immer noch sozusagen da unten behalten, was uns dazu bringt, halt besser zu konsumieren. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist einfach Fakt. Seitdem ich selbstständig bin, kann ich verstehen, warum Menschen immer nur über Angst reden, statt über Fülle. Ja. Weil du, die Person, die gerade dazu hört, damit du kaufen kannst. Klar, natürlich. Ja. Natürlich. Kauf jetzt mein Flirt-Seminar, Flirt-Vertrag am hier. Natürlich. Jetzt, wenn du jetzt in meine Bio gehst, dann kurz so reingucken und dann, bevor du alt und versauert bist, musst du verstehen, wie man flirtet, wenn du es nicht kannst, komm zu mir. Ja. Zu mir, ich kann das. Ja, richtig. Weil sonst. Aber nee, ganz ehrlich, also Ansatz von Flirten ist einfach, hast du Bock aufs Leben? Wenn es, dass es Spaß macht, dann sag Bescheid. Ja. Super geil. Kaufalarm gerade. Ja. Okay. Und das Interessante ist, dass es trotzdem schlechter funktioniert, oder? Dass, eigentlich ist es recht mühsam auf eine Art und Weise. Ja. Aber andererseits fühlt man sich dann besser, weil ich könnte das nicht. Ich könnte nicht diese Verkaufspsychologie anwenden, die andere machen. Weil ich spüre schon in mir kehrt sich einfach was um, wo ich merke, und eben nicht im Sinn von auf dieser oberflächlichen Ebene, ja, von das darf aber nicht sein, das darf man nicht machen, sondern etwas, wo ich einfach muss, es ist für mich einfach gar nicht stimmig. Weil ich dahinter sehe, was damit im Menschen ausgelöst wird, ja. Oder vor allem im Menschen, der das, genau, in dem Menschen, der das auch noch nicht vielleicht weiß, ja, der auf der Suche ist und gerne mal auf die in den Prozess kommen will, ja. Und die werden halt dann ganz übel bedient, eigentlich, oder oftmals sehr übel bedient, weil es einfach an der Oberfläche bleibt. Ja? Oberflächliche Produkte bleiben an der Oberfläche. Es tut mir leid. Jemand, der viel, viel Geld in die Hand nimmt und um ein relativ einfaches Werbevideo, welches aber sofort auf die instinktiven Ebenen abzielt und dich da sofort triggert, das bleibt wahrscheinlich auch einfach nur an der Oberfläche. Das ist für mich dann Gesetz der Resonanz. Ja? Oberflächliche Werbung, oberflächliches Produkt bleibt an der Oberfläche. Mhm. Und die in die Tiefe wollen, sind dann eher die Minderheit, und die Menschen, die in die Tiefe führen und an der Tiefe interessiert sind, das sind dann auch eher die wenige Menschen bekommen und somit, das ist dann das Spielchen. Ne? Ja. Und das ist eigentlich schade, aber ich glaube, das kommt schon noch anders. Ja? Weil ich glaube, die Menschen checken es langsam auch, was passiert auf diesen Ebenen von reiner, ich sag's jetzt mal ganz, ganz fies, Gedankenkontrolle. Ja. Oder Gedankensteuerung. Sagen wir mal Gedankensteuerung oder Führung. Genau. Also ein bisschen softer, sagen wir mal Gedankenführung. Ja. Und alles hat seine Berechtigung, weil du musst dir immer vorstellen, das, was bis heute existiert, ist ja aufgebaut auf, wir reden hier nicht seit gestern, also, sondern seit auch da Tausenden, Hunderttausenden, Millionen von Gesellschaft. Also das hat ja einen Grund. Ekel hat auch einen Grund. Ekel hilft uns dabei, nicht die Dinge anzufassen, die uns töten können. Klar, richtig. Ja? Oder vergiften könnten oder was weiß ich. Also es ist normal. Ekel hat was auch damit zu tun, mit unserem Geruchssinn empfinden wir ganz viele Ekel. Ja? Ja. Oder so schleimiges Zeugs etc. Das kann natürlich alles irgendwie, also Schleim bedeutet wässrig, das kann durch unsere Poren durchgehen. Das ist nicht gut. Selbst in Frankreich gab es eine Weile lang eine Zeit, bei dem sich Menschen, weil sie geglaubt haben, dass das Wasser durch die Haut durchgeht, sich die Hände nur an der Oberfläche des Wassers gewaschen. Ah ja? Ja. Interessant. So weit geht das. Ja, total krass. Ja. Und das Witzige ist,
Wie sind wir da, das, was ich total paradox finde, auch in der Geschichte der Hygiene, wie ja. sind wir dazu gekommen, Seife zu ja. verwenden? Mhm. Ja? Ja, du kennst die Geschichte, oder? An einem Nein, Punkt haben Frauen immer ihre Sachen gewaschen an diesen Wasch, ja. Gott, wie hieß man, diesen Trichter, ja? Bretter oder so ein Waschbrett. Diese Waschbretter, oder? Genau. Waschbretter so, okay. Und das Witzige war, an einer weiter oben liegenden Stelle irgendwann mal, also Jahre später, weil die haben das immer regelmäßig dort gewaschen, an diesem Fluss, sind Menschen verbrannt worden. Mhm. Und das Fett, also das verbrannte Fett ist sozusagen an einer gewissen Stelle aufgekommen und dort hat es geschäumt. Ja. Und da haben sie ihre ganzen Klamotten halt besser waschen können. Ja. Ey, what the fuck? Das ist genau kontraproduktiv, aber der Mensch hat sich darauf auch eingelassen. Das ist für mich eher ein Beweis dafür, ah, okay, das zeigt mir, dass der Mensch sich schon neu konditionieren kann. Natürlich wurde jetzt Seife wird anders produziert, das wird nicht mehr von Menschenfett produziert. Ja, Gott sei Dank. Ja. Wobei das beste Fett ist, nach Fight Club zu urteilen, einem Film wohlgemerkt, das ist nicht ernst gemeint, ja. aber das ist ganz witzig, der Mensch kann sich neu konditionieren und was wäre, also ich stelle mir dann immer diese profane Frage, was wäre denn, wenn der Mensch ganz plötzlich einfach alles an Teufel in sich verliert? Mhm. Blankes Chaos. Mhm. Blankes Chaos. Wir hätten hier nur Princess Poppies, die hier rumfliegen und die ganze Zeit alles so schön reden, was auch geil wäre. Wir würden super schnell auf Lösungen kommen, aber wir bräuchten ja keine Lösung mehr, weil wir keine Tante Ulla um die Ecke haben, die ganze Zeit über dieses scheiß Wetter noch rumjammert. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich würde am liebsten arbeitslos werden als Coach. Aber ich bin deswegen Coach, also deswegen habe ich mich zum Coach gemacht, weil es solche sich selbst kastrierenden Menschen gibt. Und ich kann es nicht ertragen, wenn die vor mir dann hocken und dann so einen Kack erzählen. Nicht, weil sie mich damit selbst irgendwie attackieren, sondern weil ich wieder eine Person vor mir habe, die wieder einen kleinen David, eine kleine Julia, die danach geboren wird, nochmal neu konditionieren. Und das lasse ich nicht mehr zu. Das ist so, das ist ekelhaft. Dieses Verhalten ist so widerlich. Und letztlich hatte ich sogar eine gute Freundin hier, die angefangen hat, über ihr Leid zu klagen, was per se in Ordnung ist, um Scheiße rauszulassen, okay? Klar, natürlich. Aber dann hat sie ihr Leid mit Realitätsfaktoren untermauert. Und dann und hat sie erklärt, warum sie leidet, warum es legitim ist, weil die Gesellschaft es hergibt und so weiter. Hm. Oh Gott, da kommen diese ganzen Hydras von mir auf dich zu. So, das tut mir weh. Und dann versuche ich irgendwas und dann werden Argumente treten auf Argumente und ich denke mir in dem Moment, ich muss jetzt schlafen, das Momentum irgendwie aufzulösen. Das ist so. Also, versteht ihr, was ich meine? Und ich will mich schon mit denen rumschlagen. Aber das Rumschlagen bezieht sich auf einen Gewinner, der am Ende seinen Gegenüber anguckt und sagt, das war ein guter Kampf. Yeah. Weil ab dem Moment, der Kampf bezieht sich immer auf unterschiedlich, kommen aufeinander zu, These, Antithese, Synthese, immer. Und wenn ich jemanden vor mir habe, der einfach nicht will, dann versuche ich ihn so weit wie möglich halt sozusagen zu infiltrieren, dass er sich nicht davor ekelt. Weil dann irgendwann mal kommt es halt wieder zurück. Weil er ist leid genug. Er ist leid genug in sich selbst. Da muss ich ihn nochmal reinkacken. Da muss ich nochmal sagen, aber was wäre, wenn du so weiterdenkst, dann wirst du irgendwann mal krank, gell? Gell? Und dann muss die andere Person suggestiv natürlich auch antworten. An sich ist ja zwangsläufig so, dass, und dann sagst du, aber wenn du das und das nicht machst, dann gell? Oh, das ist was für eine scheiß Verkaufsstrategie, aber es funktioniert leider so. Ja. Na, total. Ja. Harakiri. Und schön dazu noch von diesem, dass alles in dem Sinn auch seinen Gegenpol braucht. Ja. Da fand ich sehr schön, ich war auf dem letzten Flow Summit, war das so ziemlich das einzige Erlebnis, das ich von drei vollen Tagen mitgenommen habe. Ja. Und da fand ich, ist auf jeden Fall einfach so, weil ich schon echt viel gelesen und gesehen habe und so weiter. Also für Einsteiger ist Flow Summit super, aber für alle, die es schon ein bisschen, ich sag mal, in the game sind, ist es dann vielleicht ein bisschen, naja. Aber ich war auf dem Seminar dann von Neil Donald Walsh und ich habe seine Bücher gelesen. Und zwar auch da, es war interessant und cool und so. Und
Hat auch vieles gesagt, was man schon wusste, aber hat eine auch, ist immer, das sind so schöne Fragen. Hat eine, die Ärztin ist, hat gefragt, aber warum lässt dann Gott das Leid zu? Ja? Geile Frage. Und das ist immer, das ist doch so eine archetypische Frage, ja? Ja. Der Mensch will wissen, warum gibt es Leid? Und ich glaube, er hat das auch aus dem Buch aufgegriffen, weil im Buch sagt er das auch ähnlich. Dann hat er gesagt, ja, hat er gefragt, bist du gerne Ärztin? Ist das wirklich deine Berufung? Hilfst du gerne Menschen? Sie sagt, ja, wirklich mit Leib und Seele. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht gibt es Leid, damit du es lindern kannst. Damit du eine Berufung hast. Damit du etwas zu tun hast. Und dann hat sie auch ein bisschen weinen müssen, weil das ist eine Erkenntnis, die nicht immer einfach ist, aber es ist tatsächlich so, ja. Wenn es kein Leid gäbe, dann wüsste ich nicht, was gut ist. Dann wüsste ich auch nicht, könnte ich auch nicht lernen, damit umzugehen. Könnte ich auch nicht in dem Sinn, ja, also dann kommt es halt darauf an, ob man ein Seelenleben in Betracht ziehen möchte oder nicht. Mhm. Und für mich ist es Realität, aber das darf jeder selbst entscheiden. Ja. Und für mich ist es dann einfach so, ja guck, das Leid hier ist einfach der Gegenpol zu dem, was es halt sonst noch gibt. Und scheinbar bin ich ja hier, weil ich dieses Leid erleben möchte oder wollte, um etwas darin zu erkennen. Oder etwas damit zu machen, es von mir aus zu nutzen oder es von mir aus auch umzupolen. Aber es wird, deswegen hört das Leid wahrscheinlich nicht auf. Oder ich meine, der erste Satz, ich kann es immer wieder wiederholen, der erste Satz von Buddha in seinen Weisheiten oder seinen Schriften war, das Leben ist Leiden. Leben ist Leiden. Ja. Um dem schon mal in dem Sinn das Tabu zu nehmen. Ja. Weil das Leben ist auch Leiden. Ich packe dann gerne noch das auch da rein, weil das entschärft es vielleicht ein wenig oder es gibt vielleicht noch eine Ebene dazu. Mhm. Leben ist auch Leiden. Ja? Mhm. Es ist nicht einfach nur Leiden natürlich, logisch, aber es zieht einem diesen Zahn schon mal auf einem spirituellen Weg oder einem Erleuchtungsweg oder was auch immer, dass man vielleicht denkt, ja, aha, wenn ich dann erleuchtet bin oder wenn ich dann nur noch positiv denke, da gibt es kein Leiden mehr. Nein, so funktioniert es nicht. Das Leben ist immer auch Leiden. Oder wie ich es dann gerne auch manchmal noch ergänze, Leben ist immer Schmerz auch. Ja? Also ich werde immer auf eine Art, ich habe jetzt hier, weil du hast es gesehen, ich fasse mir immer mal hier eine Schulter, ich habe hier ein bisschen Schmerzen. Und das geht auch nicht weg, wenn ich einfach denke, oh, es geht weg, es geht weg, es geht weg. Oh ja, jetzt ist alles gut, alles ist gut, alles ist gut. Nein, nein. Sondern ich kann mich einfach so weit dann irgendwann davon eine Art distanzieren oder mich damit abfinden, gleichmütig werden gegenüber Leid und Schmerz, dass ich nicht mehr darunter leide. Ich habe hier Schmerz, aber ich leide nicht darunter, weil ich es einfach akzeptiert habe, dass ich jetzt halt Schmerzen habe. Naja, habe ich halt Schmerzen. Aber muss ja nicht unbedingt so bleiben, aber ich muss irgendwie damit umgehen. Ich muss irgendwie damit umgehen, dass ich Schmerzen habe. Und was mache ich jetzt damit? Ja, ich kann entweder leiden und denken, oh ja, das ist immer die Schulter und schon wieder ich. Und ja, das ist wegen meinem Beruf, weil ich da immer so viel heben muss und das ist noch wegen dem und das ist. Oder ich kann einfach sagen, naja, es ist halt so, ich kann entweder auf die Suche gehen, ist es chronisch, hat es ein Symbol, ja, ist es ein Symbol, was mir dann wiederum sagt, ja, vielleicht trägst du zu viel für andere oder vielleicht trägst du zu viel in deinem Leben, wo du schon lange eben, das ist für mich jetzt wahrscheinlich auch ein Zeichen, wo ich wiederum weiß es für mich als Symbol zu deuten, dass ich eben Sachen loswerden muss, ja, ich muss, aber ganz physisch, pragmatisch, ich muss Sachen jetzt kappen, weil es geht mir in die Schulter und Schulter ist tragen, Schulter ist, ich buckle Sachen, ja, ich trage meinen Rucksack und also wenn ich mir das bildlich in dem Sinn vorstelle, und dann weiß ich, gut, mein Rucksack ist wahrscheinlich ein bisschen zu voll. Also darf ich auf die Suche gehen, wo ist vielleicht mein Rucksack ein bisschen zu voll und darf wieder das loswerden. Ja, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch was anderes, aber
Es zeigt so in eine Richtung, ja, wo man dann entweder mit dem Schmerz arbeiten kann und sagen, ja gut, okay, Schmerz, ich sehe dich, ich höre dich und lass mal was machen. Oder denkt, und darf man ja auch mal eben, das kann auch ein Ventil sein, um mal richtig zu leiden. Oh, übrigens, sehr, sehr schön. Als ich das Buch gelesen habe von Viktor Frankl über die Logotherapie. Ganz, ganz schön. Ich meine, der Mensch musste ja, also wenn wer gelitten hat, dann wahrscheinlich dieser Mensch. Weil der war ja im KZ, ja. Der hat das KZ miterlebt und der hat dann darauf die Logotherapie begründet, also die Sinntherapie, ja. Also in dieser Therapie schaust du eigentlich nur, wo ist der Sinn in den Sachen? Also der hat tatsächlich in seinem Aufenthalt in einem KZ einen Sinn für sich finden können. Und das ist schon, also das ist eine relativ hohe Schule, würde ich meinen. Und dann hat er auch so Beispiele gebracht, wie er zum Beispiel mit einer Klientin mal so gesagt hat, ja, wie ist das denn, wenn sie so leiden? Können Sie das mal vormachen? Können Sie mal vormachen, wenn Sie so richtig leiden und da reingehen und da? Und dann hat die Klientin sich so reingesteigert zu versuchen. Und dann musste sie lachen, weil sie merkte, wie, dann ist sie so die aufgegangen, wie bescheuert das eigentlich ist, dass sie sich selbst, weil sie macht es ja selbst. Ja? Es ist nicht so, als würde die Welt ihr was anderes geben als jemand anderem, sondern es ist einfach, die Welt gibt mir was und ich reagiere darauf. Und wenn ich dann denke, oh nein, also erst einmal muss ich die Tür zumachen und dann wieder aufmachen und dann muss die Tür sauber sein und erst dann kann ich gehen. Ja? Und wenn man das mal so ein bisschen, wenn man da voll reingeht und mal das vielleicht auch überspielt, eben, und mal so sagt, ja, jetzt gehe ich mal voll, ich mache jetzt mal richtig, ich leide jetzt mal richtig, dann merkt man vielleicht auch mal, dass es eine Art selbstgemacht ist, dieses Leid, dieses Leiden. Ja? Der Schmerz vielleicht nicht unbedingt. Ja? Weil eben, es gibt immer verschiedene, eben, das ist, wie du auch schön sagst, es ist immer multivariabel. Es gibt ja so viele Sachen, die mitspielen, aber dieses gedanklich sich reinsteigern, dieses Leiden noch, das ist nein, und das ist, dann merkt man einfach im besten Falle, ja gut, das viel mache ich dazu, dass ich leide. Ja? Absolut. Die Reise durchs Leben. Wie gesagt, der Jonas hat mal so eine ganz coole Frage gestellt für all diejenigen, die immer auf der Suche waren. Wie lange willst du denn noch eigentlich auflösen? Ich fand das so authentisch. Es war so, ja. Das war so plump, aber so, ja. Also nein zu dem immer, aber ja. Ja, es hat was. Es ist auch, eben ist es auch das, was auch damit natürlich geschachert hat in unserer schönen Branche, dass, dass man immer den Menschen noch was gibt. Und ich meine, ich will dieses Video, werde ich nie mehr runternehmen, vielleicht mal noch neu machen, aber eben dieses Video, wo habe ich das jetzt? Ah, scheiße, ich habe es ausgetauscht mit meiner Visitenkarte. Aber das will ich unbedingt mal wieder wo reinstellen. So dieses Video, wo als erstes, was der Mensch sieht, ist einfach, guck, du brauchst das hier gar nicht. Alles, was ich dir gebe, brauchst du eigentlich nicht. Aber du kannst es gerne trotzdem nehmen, weil es kann dich vielleicht auch dahin bringen, wo du merkst, dass du es eigentlich nicht brauchst. Ja? Aber eigentlich gibt es eine Ebene oder gibt es etwas in dir, was jetzt schon das weiß, dass es gar nicht braucht. Es kann einen Weg brauchen, um dahin zu kommen, um zu sehen, dass du es nicht brauchst, aber eigentlich brauchst du das hier gar nicht. Oder wie ich auch gerne oftmals sage, mach lieber die Erfahrung als noch ein Seminar. Ja? Also, weil schlussendlich kann man sich so auch von ganz, ganz viel Selbsterfahrung und Selbsterforschung abhalten, wenn man sich Wissen reinschaufelt. Ja? Weil ich kann mir 1000 Bücher reinschaufeln, aber emotional null gewachsen sein. Weil Emotion ist eine Erfahrungsebene. Emotion ist nicht kognitive Ebene, Wissensebene. Und ich meine, das weißt du ja auch, du bist ja auch mit Emotionen am Arbeiten. Und das, Ich sehe da viele Möglichkeiten. Also
Ein Beispiel dafür, also ich habe, als ich angefangen habe, viel zu lesen, viel einzupauken, viele Informationen für mich zu inhalieren, besser gesagt. Also mehr als 300 Bücher innerhalb von einem Jahr, also absurd, von großen und kleinen Büchern fast tagtäglich. Neben denen, also dass ich jetzt weiterhin mich ausbilde, ja, kann ich eines sagen, es hat mich am Anfang berauscht. Also in eine Richtung betäubt, die du gerade genannt hast, ja, emotional. Und bis irgendwann mal der Gedanke auch kam, ja, Moment, also was passiert denn mit dem ganzen Wissen? Und dann habe ich gemerkt, dass es alles recht unbewusst überall sich gestreut hat. Und aber auch nur wegen einem einzigen Gedanken, wegen einer einzigen Sache. Ich vertraue darauf, dass wenn etwas da reinkommt, da, wenn ich etwas rein tue, dass es mir hilft. Egal wann, egal wo, es hilft mir. Und das ist super interessant, seitdem ich darauf vertraue, was in dem Fall unser Hirn, das sind zwei Dinge, die unser Hirn gut kann. Einerseits uns zum Überleben bringen und andererseits lernen, um uns zum Überleben zu bringen. Okay, das sind zwei Dinge, das sind super einfach. Das bedeutet, wenn du darauf vertraust, dass das Hirn dafür zuständig ist und nicht die ganze Zeit sagst so, oh, darauf habe ich jetzt aber auch keinen Bock. Und darauf habe ich aber auch keinen Bock, ja. Dann sagst du ja deinem Hirn, ich habe keinen Bock zu überleben. Und was passiert denn danach? Du weißt, was danach passiert, ja? Das heißt, wenn du aber sagst, ich habe alles, was ich brauche, wirst du eines Tages vielleicht merken, oh, vielleicht da nicht. Dann kommt ja dieses Interesse an einem Seminar impulsiv, intrinsisch, richtig schön auf. Aber nicht, Total. ich lenke mich ab von irgendwelchen Informationen von außen. Was das ist natürlich auch also unter aller Gürtellinie dir selbst gegenüber, logischerweise. Also es sagt auch, also da finde ich auch extrem schön, also ich muss wieder einmal Alan Watts zitieren oder heranführen, wo er halt auch sagt, er ist auch jemand, der halt immer wieder auf die Freude gepocht hat, ja, oder auf das mach, was dir Spaß macht, weil eben, wenn du meditierst, weil du denkst, es ist gut für dich, dann wirst du irgendwann mal vielleicht dahin kommen, wo du dich selbst behinderst mit diesem Gedanken, es muss mir gut tun, es tut mir gut. Weil wenn ich meditiere, dann muss etwas passieren. Dann muss ich friedlicher werden. Dann so. Und er sagt dann, genau, und er sagt dann ganz, ganz krass halt, dann meditiere lieber nicht und hab aber Freude dran. Weil, Masturbiere einfach. ja, genau. Ganz super einfach. Biochemisch Und wenn du einfach. Ja, du hast recht, ja. meditierst, dann mach's, weil es dir Freude macht. Ja. Weil es dir was gibt. Eben. Und nicht, Ja. weil es dir was geben muss oder weil es dir was geben sollte, sondern tu es und guck und finde heraus, gibt es dir wirklich was? Wenn es dir nichts gibt, dann kannst du ja auch joggen gehen. Für viele ist Joggen aktive Meditation und haben ähnliche Erfahrungen im Joggen wie bei der Meditation. Also wie, Absolut. es, deswegen, oder wie Joseph Campbell ja auch sagt, follow your bliss. Ganz einfach. Einfachster Satz. Aber der Mensch hat Geschichte und Mythologie studiert, wie wahrscheinlich kein anderer Mensch. Also der hat wie war das da? In der Great Repression oder Great Depression. Also weiß nicht, wie lange das ging. Aber wo die ganze USA am Boden war und depressiv, ist sich in einer Waldhütte oder irgendwo in einer Hütte näher seines Campus oder sowas, hat er sich einquartiert, weil er zahlte keine Miete und nichts, und hat 5 Jahre lang hat der nur Bücher gelesen. Nur. Also das heißt, er hat doch gesagt, er ist aufgestanden, hat was gemacht, 4 Stunden gelesen. Dann hat er Mittag gegessen, wieder 4 Stunden gelesen. Dann hat er irgendwie joggen gegangen, rennen gegangen und dann wieder zwei oder so Stunden gelesen oder 4. Ich weiß es nicht, aber 5 Jahre lang. Und wenn der Mensch der so viele Bücher gelesen hat und so viele Bücher geschrieben hat, sagt ein Satz, follow your bliss, 3 Wörter. Und da muss ich sagen, wie einfach ist denn das? Aber es ist halt, oder wie simpel ist denn das? Aber halt doch nicht einfach. Ja? Weil es gibt so viele Ebenen, wo wir dem folgen können oder nicht folgen können. Und Bliss ist in dem Sinn schwierig zu übersetzen, weil es ist stärker als Freude, und es ist aber auch keine Euphorie. Es ist mehr sowas,
man muss vielleicht fast schon sagen, eine Art seelische Freude. Bliss. Es ist so, und ja. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass es nur, dass es einfach aus dir herausfließt. Es ist nicht etwas, was du produzierst, sondern du machst etwas und spürst ganz tief in dir drin, dass es dir Freude bereitet. Und dann bist du wahrscheinlich diesem Bliss auf der Spur. Mhm. Aber das kannst du in so vielen Bereichen nachher gucken, wo, also im Beruf, im Alltag, in der Beziehung, es sind nur schon drei ganz, ganz große Themenbereiche, wo man dem folgen kann oder nicht folgen kann. Und das ist natürlich schwierig rauszufinden, weil dann braucht man vielleicht erstmal 10 Referenzerlebnisse, ja, dass ich vielleicht erst einmal diesen Beruf gemacht haben. Wenn ich mal 5 Berufe gemacht habe, dann habe ich so eine kleine Referenz, von wo ich einen Querschnitt oder eine Bilanz ziehen kann. Ah doch, in diesem Bereich hat es am ersten gefunkt in mir drin. Ja. Und dann kann man auf die Suche gehen, ja. Aber das ist eben, deswegen sage ich, lieber die Erfahrung machen, als ewig dran rumzuwurschen. Weil wenn du 5 Sachen gemacht hast, hast du viel mehr, also einem Menschen schon wahrscheinlich relativ viel mehr voraus, der eine Sache probiert hat und einfach ganz viel gelesen hat. Ja? Mhm. Aber wenn du ein Buch gelesen hast und 5 Sachen sofort ausprobiert hast, dann bist du eben, das, man kann nicht pauschalisieren, aber dann hast du schon mal viele Referenzerlebnisse, wo du sagen kannst, ah doch, in dieser Situation hat sich am ehesten so dieses Bliss-Gefühl aufgemacht. Mhm. Ja? Und im anderen eher nicht. Und dann hast du mal so eine Richtung. Mhm. Ja? Ich sehe das dann immer so, dadurch, dass wir uns natürlich spalten könnten und sagen könnten, was ist, wenn ich einfach beides mache und dann immer im Wechselspiel, dann sehe ich natürlich auch die Leute, die halt eher weniger lesen wollen, etc. Und ich wünsche mir dann einfach während dieser Sitzungen ihnen einen Freund, eine Art von guten Partner, der gerne liest. Ja. Ja. Das ist super interessant, weil die nicht gerne lesen, das sind aber die, die auch vielleicht mal, also die Tendenz ist eher steigend für, ich möchte eine Erfahrung machen. Ja. Ja, also manchmal nicht, wohlgemerkt, das ist natürlich die Ausnahme, macht die Regel und so weiter, aber das ist super interessant und dann haben die 2 Wochen später die Lust drauf oder jemanden, der sie dabei begleitet. Weil das ist so, stell dir mal vor, du hast den Mut und gehst in die Welt raus und hast jemanden dabei, der sich mit dem Thema auskennt. Geil. Ja. Ja, total. Er meldet sich nur dann, wenn du aktiv drauf zugehst und den ersten Schmerzpunkt schon etwas leicht fühlst. Und er sagt dann in dem Moment, willst du vielleicht einen anderen Weg gehen? Und er fragt dich. Und dann sagst du, nein. Dann fliegst du auf die Fresse. Der erste Zahn ist draußen. Du hast ja Milchzähne. Ist okay, weiter geht's. Beim zweiten Paar Zähne sagst du, ja. Und dann geht es weiter. Super interessant. Also es ist einfach, und das ist eine kleine Metapher für, es hält sich die Waagschale unterm Strich. Total, natürlich, ja. Absolut. Ja. Natürlich. Ich sage auch nicht, man sollte keine Bücher lesen. Absolut nicht. Ich habe auch Bücher gelesen. Es ist wunderschön, wunderbar. Und ich finde das, also ich habe schönste Erkenntnisse aus Büchern gehabt. Ja. Und es ist einfach nur, eben, halt alles, was im Extremen ist, darf man im Mindesten hinterfragen. Ja. Cool. Ja. Also ich muss langsam gehen. Ich bin ein bisschen durch. Durch mit der Welt. Ah. Ja, vielleicht willst du noch was pitchen. Ich würde sagen, für alle jene, die etwas mehr von uns erfahren wollen und einfach gesagt haben, cool, also diese 2 Stunden, die wir hier gerade gesprochen haben, die waren ganz angenehm. Dann laden wir euch, also Silvan und ich, herzlich ein für die Rise Your Star Tour. Weitere Informationen findet ihr garantiert, also zumindest unter meiner Bio. Ja, meine. Einfach unter Vorträge und Seminare gehen und dann werdet ihr die Rise Your Star finden. Da halten wir Vorträge in unterschiedlichen Ländern. Einmal hier in Deutschland, so bei mir hier und dann bei dir, Silvan. Wo bist du nochmal? Zürich. In Zürich. Ja. Cool. Und da werden wir ähnliche Themen ansprechen. Ja? Ja. Ich von meiner Seite aus werde auch Körpersprachenthemen ansprechen. Und das wird sehr spannend. Und wenn du Bock hast drauf, dann komm gern vorbei. Wie gesagt, in meine Bio reingehen, dann unter den Link. Und da findest du unter Vorträge die Rise Your Star Tour. Ja. Das wäre richtig nice, ja, wenn ihr da kommen könntet. Und ich möchte auch gar nichts anderes pitchen. Ja. Genau. Und macht das,
aus einem Grund, nicht weil es euch scheiße geht, sondern um noch schöner das Leben zu gestalten. Ja. Und auch für andere. Ich werde es eher so, ich werde etwas, ein Thema haben, wie wir zusammen für alle was kreieren können. Ja? Cool. Ja? Also geht es nicht unbedingt oder auch um Eigenentwicklung, aber vor allem, dass man zusammen für alle mal Themen und Bereiche anpackt, die allen nützen können. Ja? Auf eine bewusstere Zukunft sozusagen. Ja? Zusammen in eine bewusstere Zukunft. Das ist die Devise. In diesem Sinne würde ich sagen, einen wunderschönen Abend noch an alle. Vielen Dank, Silvan, für dein Vertrauen, für deine Zeit. Danke auch. Und ab jetzt noch mehr den Teufel rauslassen als jemals zuvor. Ja, unbedingt. Hey, vielen, vielen Dank und einen schönen Abend. Tschüss, ciao, ciao. Bye, bye.